Und im Plenarsaal kann es damit dann auch gleich weitergehen mit dem nächsten Einzelplan. Da geht es um das Etat von Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Sie wird allerdings erst als zweite Rednerin hier sprechen. Der erste Redner ist Martin Hohmann aus der AfD-Fraktion, also der größten Oppositionsfraktion hier im Deutschen Bundestag. Er ist Mitglied im Haushaltsausschuss und wird jetzt gleich sprechen, wenn dann die Umweltpolitiker ihre Plätze eingenommen haben und die Energie- und Wirtschaftspolitiker den Saal verlassen haben, sofern sie denn nicht hier der Debatte folgen wollen. Ist der Abgeordnete Martin Hohmann, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die AfD steht in vielen Politikfeldern in der Rolle der Fundamentalopposition. Tatsächlich sind wir aber eine Rationalopposition. Das beinhaltet den Vorwurf, die Regierung sei weit von Rationalität, von Vernunft und Berechenbarkeit abgewichen. Ja, das ist so. So ist es im Umwelthaushalt und so ist es bei den dramatischen Wendeentscheidungen der Kanzlerin Angela Merkel. Aber nicht nur die Wendeentscheidungen der Kanzlerin sind von großer und äußerst schwerwiegender Konsequenz und großer Bedeutung. Nein, es gibt kleine symbolische Gesten. Sie sagen mehr als viele geschwurbelte Worte. Eine solche Geste war etwa die Fahnenentsorgung durch Kanzlerin Merkel am Tag des Wahlsieges. Mehrere hochrangige Persönlichkeiten stehen auf der Bühne. Ein nichtsahnender Kanzleramtsminister will seine rührend reine Freude über den Wahlsieg mit dem Schwenken einer kleinen Deutschlandflagge zum Ausdruck bringen. Mit zielgerichtet, das ist Entsorgung einer Deutschlandflagge, Herr Kollege. Mit zielgerichteter Schnelligkeit entreißt die Kanzlerin dem verdatterten Minister die kleine Fahne und entsorgt sie. In keinem anderen Land der Welt ist solch ein Vorgang vorstellbar. Herr Kollege, kommen Sie zum Thema. Sehr geehrten Damen und Herren, jedenfalls nicht ohne unverzüglichen Rücktritt der Täterin oder des Täters. Was besagt diese Symbolik? Sie ist die Grundhaltung der Merkel'schen Politik. Ich komme hier auf die Wenden der Kanzlerin zurück. Wehrpflicht, Atomausstieg, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Ehe für alle. Da mussten die Unionsmitglieder schon sehen, wie sie hinterherkamen und nicht nur sie. Welches Grundmuster lag diesen Wendeentscheidungen zugrunde? Sie kamen überraschend, unvorbereitet und zum Nachteil von Deutschland. Der Nachteil für Deutschland zeigt sich auch in diesem Einzelplan. Dieser Haushalt ist Ausdruck der Klimaideologie. Damit Sie mich nicht bewusst falsch verstehen und unter die sogenannten Klimaleugner einordnen, selbstverständlich lässt sich eine moderate Erwärmung in den letzten Jahrzehnten beobachten. Sie kann und soll nicht wegdiskutiert werden. Aber das Aktionsprogramm Klimaschutz der Bundesregierung kann daran, so auch der Bundesrechnungshof, nichts ändern. Die horrenden Klimasummen gehören stattdessen in den Umweltschutz und in den Naturschutz, Frau Ministerin. Wir müssen unsere Umwelt hier vor Ort, in Deutschland, in unserer Heimat auf diese Warmzeit gestaltend vorbereiten. Hierfür muss das Geld ausgegeben werden. Mehr als die Hälfte der Programmausgaben fließen also in den Klimaschutz. Für den Klimaschutz inklusive Energie- und Klimafonds sind 1,6 Milliarden Euro vorgesehen.
weit abgeschlagen. Dahinter rangieren die Ausgaben für Umweltschutz mit 237 Millionen und Naturschutz in Höhe von 166 Millionen Euro. Umwelt und Naturschutz machen also nur rund 10% der Ihnen, Frau Ministerin, zur Verfügung stehenden Mittel aus. Ich sage Ihnen, Frau Ministerin, kümmern Sie sich um Deutschland, Wälder, Fluren und die Gewässer und nicht um heiße Luft, die angeblich zu viel CO2 enthält. Zur gegenwärtigen Gesamtproblematik noch eine abschließende Bemerkung. Sie stammt aus dem Buch der Psalmen, genauer gesagt Psalm 90. Dort heißt es in der ausdrucksstarken Luther-Übersetzung: Herr, lass uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug werden und klug handeln, das wünsche ich uns allen. Dankeschön. Herr Kollege, bitte die Mund-Nasen-Bedeckung. Kollege Hohmann. Ja, sehr gut. Das Wort hat die Bundesministerin. Frau Ministerin, bitte schön. Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze geht jetzt zum Pult. Das ist ja ihr Etat, über dem jetzt diskutiert wird. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Ich glaube, es ist allen klar, dass die aktuelle Krise uns alle herausfordert, alle Menschen weltweit und natürlich auch in Deutschland. Was wir jetzt mehr denn je brauchen, ist wirklich aktives Handeln einer Regierung, so wie die Bundesregierung es tut. Und das tun wir im internationalen Konzert. Das passt ganz wunderbar, dass mit einem Präsidenten Joe Biden internationale Zusammenarbeit und engagierter Klimaschutz wieder in das Weiße Haus zurückkehren werden. Damit kehrt auch die Chance zurück, dass sich wieder bald die ganze Welt dem Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet wird. Donald Trump hat den Kampf gegen den Klimawandel nicht aufhalten können. Keine seiner Reden, kein Tweet haben verhindern können, dass auch die in den USA die erneuerbaren Energien, die Kohle beim Energieverbrauch überholt haben. Und auch hier die im Parlament, die immer noch meinen, den menschengemachten Klimawandel gibt es nicht, die werden uns nicht daran hindern, dass wir CO2 reduzieren, dass wir eine treibhausgasneutrale Gesellschaft erreichen und dass wir uns an den unvermeidlichen Klimawandel anpassen werden. Meine Damen und Herren, weltweit verpflichten sich immer mehr Länder, klimaneutral zu werden, so wie wir das getan haben. Und auch die EU und die Bundesregierung treiben den Wandel voran aus dem fossilen Energiezeitalter in das Erneuerbare. Wir nutzen unsere Konjunkturprogramme, um gestärkt aus der Krise zu kommen. Das war bei anderen Krisen auch schon mal anders. Deswegen finde ich, es ist eine großartige Leistung, dass wir das Management raus aus der Krise mit dem Klimaschutz verbinden. Mit dem Einzelplan 16 kann die Umweltpolitik jetzt so handeln, wie es von ihr erwartet wird. Dafür stehen 2021 als Ergebnis der Beratungen hier im Parlament rund 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung. Dank Ihrer aller Unterstützung investieren wir noch stärker als bisher in den Kampf gegen den Meeresmüll, in das Bundesprogramm Biologische Vielfalt und in das Renaturierungsprogramm zum Blauen Band. Aber wir handeln auch da, wo es von Umweltpolitik nicht unbedingt erwartet wird. Und auch das will ich hier nennen. Wir unterstützen die weitere Entwicklung der Elektromobilität, den Umstieg zum Beispiel sozialer Dienste auf eine Elektroflotte mit dem schönen Programm Sozial und Mobil. Wir unterstützen die chemische Industrie, die große Mengen an erneuerbaren Strom und Wärme und grünen Wasserstoff benötigt und haben jetzt eine eigene Plattform Chemistry for Climate gegründet. Wir unterstützen die Zement- und Kalkindustrie dabei, die Kreislaufführung von CO2 umzusetzen. Und wir unterstützen die Stahlindustrie bei der Umstellung auf grünen Wasserstoff. Ich durfte gerade erst letzte Woche einen ersten Förderbescheid übergeben im Stahlwerk in Salzgitter.
das künftig den ersten CO2-freien Stahl produzieren wird. Hier sieht man ganz konkret, wie die Dekarbonisierung der Industrie vorankommt, wie das Förderprogramm, was ja das Parlament auf den Weg gebracht hat, wie dieses Förderprogramm ganz konkret wird. Wir werden bis 2024 im Energie- und Klimafonds rund 2 Milliarden Euro für dieses Thema ausgeben können. Und man sieht es an diesem Stahlwerk in Salzgitter, dass es da zu einer wirklichen Zeitenwende kommt, dass wir zukunftsträchtige Technologien fördern, dass wir zeigen, was wir an innovativem Potenzial in der Bundesrepublik, in der Industrie haben, wie das mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen vorangeht. Wir reden eben nicht nur von Transformation. Wir unterstützen ganz konkret die Unternehmen und die Industrie dabei, ihre Produktionsprozesse klimaneutral zu machen. Frau Ministerin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hoffmann, FDP-Fraktion. Vielen Dank. Gerne. Frau Ministerin, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade über Förderung von Elektromobilität gesprochen. In Baden-Württemberg haben wir den Fall, der betrifft die Monate September, Oktober, November, Dezember. Da geht es um E-Mobilitätsförderung. Sie können einen Leasingvertrag abschließen über 3 Jahre und bekommen im Endeffekt noch 800 Euro zurück. Das Auto ist sozusagen 3 Jahre umsonst für Sie und Sie bekommen noch 800 Euro zurück. Halten Sie das für richtig? Eine Zwischenfrage von Christoph Hoffmann. Herzlichen Dank für die Frage. Ich habe hier gerade von meinem Programm Sozial und Mobil gesprochen. Und dieses Programm ist absolut notwendig und wichtig. Gerade die Pflegedienste, gerade die sozialen Dienste haben ja oft kurze Wege, die sie in den Gemeinden, in den Städten zurücklegen. Und dort zu unterstützen, dass sie sich Elektrofahrzeuge anschaffen können, das ist sehr sinnvoll. Das ist im Pflegesatz nämlich normalerweise nicht vorgesehen, dass solche Autos angeschafft werden, dass Ladesäulen aufgebaut werden. Und wir werden die Elektromobilität nur nach vorne bekommen, wenn wir sie am Anfang wirklich fördern und mit unterstützen. Und man sieht doch, dass wir in 2020 hier eine Zeitenwende eingeleitet haben. Die Elektromobilität kommt nach vorne, es werden mehr Autos angemeldet. Und das ist genau der richtige Weg. Aber das gibt mir die Gelegenheit, auch zu sagen, dass wir hier nicht nur reden, sondern dass ganz eindeutig meinem Reden hier auch entsprechende Taten folgen. Das sieht man auch übrigens beim CO2-Preis. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich am Anfang belächelt wurde, als ich gesagt habe, dass wir einen CO2-Preis einführen werden. Jetzt haben wir ihn eingeführt und dadurch werden die Kosten für das Tanken, für das Heizen im nächsten Jahr steigen. Und deswegen fördern wir auch die klimafreundlichen Alternativen wie das Elektroauto durch die Umweltprämie. Wir fördern moderne Heizsysteme durch ein Austauschprogramm. Wir unterstützen ganz konkret die Kommunen bei der Umstellung ihrer Busflotte. Und wir schaffen Entlastung. Wir senken die EEG-Umlage. Wir entlasten Pendlerinnen und Pendlern. Wir schaffen einen Ausgleich für die Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen. Und die Mieterinnen und Mieter erwarten zudem, dass es auch eine faire Regelung gibt, um die CO2-Kosten gerecht zwischen Mietern und Vermietern aufzuteilen, weil Mieterinnen und Mieter können nicht über ihre Heizsysteme entscheiden. Und deswegen muss es da eine Teilung mit den Vermietern geben. Ich habe zusammen mit dem Bundesfinanzminister und der Justizministerin einen Vorschlag dazu gemacht. Und ich hoffe sehr, dass auch der Koalitionspartner sich dann nun endlich konstruktiv einbringt. Meine Damen und Herren, wenn wir über politische Ziele reden, die 2030, die 2050 liegen, wie in der Klimapolitik, dann ist es ganz wichtig, dass sich alle Beteiligten darauf verlassen können, dass sie verlässlich planen können. Und das haben wir mit dem Atomausstieg und dem Kohleausstieg geschafft. Das schaffen wir jetzt mit den Mitteln für die Strukturstärkung in den Kohleregionen. Das erreichen wir mit dem Klimapaket, mit dem Klimaschutzgesetz. Und das schaffen wir, weil wir Wirtschaft und Gesellschaft im Transformationsprozess unterstützen und weil wir die klimafreundlichen Alternativen stärken. Das Klimapaket schafft hier eindeutig Klarheit, welche Investitionen sich künftig rechnen. Das wird übrigens auch genau verstanden in der Wirtschaft. Wenn Sie zum Beispiel Alliance Global Investors von einer Unternehmensbeteiligung verlangen, dass sie sich nachhaltig aufstellt oder wenn große Autohersteller zunehmend auf Elektromobilität setzen, dann sind das genau die Weichenstellungen, die wir hier ja gemeinsam auslösen wollen. So, noch kraftvoller
Noch kraftvoller geht das natürlich, wenn wir das in Deutschland nicht alleine machen, sondern mit unseren europäischen Nachbarinnen und Nachbarn. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Europäische Rat übermorgen eine mutige Entscheidung zum Klimaziel für 2030 trifft. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, der Einzelplan 16 macht Hoffnung. Er schafft Verlässlichkeit und ist die Grundlage für gute Umweltpolitik. Ich möchte mich noch mal ausdrücklich bedanken hier bei den Obleuten, bei den Berichterstatterinnen und Berichterstattern, die alle diesen guten Haushalt überhaupt möglich gemacht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Schulze. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulla Ihnen, FDP-Fraktion. Und Ulla Ihnen sitzt im Haushaltsausschuss für ihre Fraktion. Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst auch von mir ein Dank an alle Mitberichterstatter und auch an Ihr Haus, Frau Ministerin, für die Zusammenarbeit. Für das Bundesumweltministerium stehen in 2021 insgesamt rund 2,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Daneben gibt es aber den Energie- und Klimafonds, den EKF, als zentrales Instrument zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen. Dieser ist mittlerweile fast so groß wie der Verteidigungshaushalt. Die nationale Wasserstoffstrategie ist ein Beispiel für ein Projekt im EKF. Zur ersten Lesung im September waren die dafür vorgesehenen 1,7 Milliarden Euro noch gesperrt, weil die vier beteiligten Bundesministerien, darunter auch das BMU, sich über eine Verteilung der Gelder nicht einigen konnten. Jetzt gibt es eine Einigung. 400 Millionen werden für nächstes Jahr verplant. 1,3 Milliarden Euro gehen gleich wieder in die Rücklage des EKF. Bei solch einer Zukunftstechnologie, Frau Ministerin, muss es doch zügiger vorangehen. Aber es ist wie mit vielen der Corona-Hilfen. Viel Geld wird ins Schaufenster gestellt, aber nur wenig fließt ab. Und das halten wir für nicht verlässlich, Frau Ministerin. Den Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD bin ich dankbar, dass Sie einige wichtige Vorschläge im Ausschuss vorgelegt haben. Eine Ökobilanz von Getränkeverpackungen muss endlich her. Das Parlament hatte dies bereits im vergangenen Jahr so beschlossen. Diesen Beschluss haben Sie nicht umgesetzt. Der Ausschuss hat das jetzt noch mal auch mit unserer Stimme und diese Forderung bekräftigt. Und ebenso müssen Sie endlich mehr Transparenz bei den Kosten Ihrer Projektträger schaffen. Das ist bislang weitgehend undurchsichtig, und das muss aufgeräumt werden. Gut finden wir auch an dem Haushalt, dass die Digitalisierung vorangetrieben werden soll. Gern hätten wir Freie Demokraten noch mehr Akzente im Haushalt gesetzt. Mit solider Haushaltsführung und Einsparungen bei oder durch Streichung wirklich schlecht laufender Förderprogramme, die es nämlich gibt, mehr Mittel für den Bereich der Anpassung an den Klimawandel oder die Initiierung von zukunftsweisenden Forschungsprojekten, zum Beispiel der sogenannten Lärmblitzer im Straßenverkehr. Damit konnten wir uns leider nicht durchsetzen. Ich freue mich aber, weil ich eine große Anhängerin der Klimaanpassung bin, dass erstmalig Mittel durch die Kollegen von der Koalition unter anderem für Investitionen in die klimawandelgerechte Wasserversorgung eingestellt wurden. Davon wird auch eine kleine Talsperre in meinem Heimatland Niedersachsen profitieren dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor etwa 4 Wochen hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, die Atomgesetznovelle von 2018 sei formell nie in Kraft getreten. Das war ein Fehler Ihres Hauses, Frau Ministerin. Das bedeutet, es dürfte sehr teuer werden für den Steuerzahler. Dafür ist bislang keine Vorsorge in der Finanzplanung getroffen. Und wir sind gespannt, aber auch besorgt, an welcher Stelle im Haushalt dafür gestrichen werden muss. Weitere schwer zu kalkulierende Kostenrisiken gibt es im Etat des Umweltministeriums zusätzlich.
Immerhin sind hier die gesamten Kosten für die End- und Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle veranschlagt. Und der Endlagersuchprozess hat gerade erst begonnen. Ob am Ende die Mittel des Entsorgungsfonds KENFO reichen werden, werden wir erst in Jahrzehnten wissen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Freie Demokraten kritisieren ein Weiter-so und immer mehr wurde hier zur Maxime der Haushaltspolitik. Subventionen wurden kaum angetastet, Einsparvorschläge kaum umgesetzt. Uns Freien Demokraten fehlt die Vision für die Zukunft, der Mut zur Technologieoffenheit in Ihrem Haus, Frau Ministerin. Wie sagte Magellan, der große Seefahrer, wer die Küste nicht verlässt, kann auch keine neuen Ozeane entdecken. Als Freie Demokraten werden wir dieser Ausgaben- und Verschuldungspolitik zulasten kommender Generationen nicht zustimmen und diesen Haushalt ablehnen. Vielen Dank. Ulla Ihnen aus der FDP hat hier noch mal Fernando Magalhães, so heißt er, den portugiesischen Seefahrer, zitiert, um über den Einzelplan des Bundesumweltministeriums zu sprechen. Zum nächsten Redner teile ich das Wort dem Kollegen Ingo Gierdekens, Schleswig-Holstein, CDU-CSU-Fraktion. Da kam ein bisschen Lokalpatriotismus aus. Herr Präsident, aus. Das ist immer schön, wenn man einen Schleswig-Holsteiner im Nacken sitzen hat, wenn man hier am Rednerpult steht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bemerkenswerte Haushaltsberatungen liegen hinter uns, nicht nur, weil dies die letzten Haushaltsberatungen in dieser Legislatur sind, sondern auch, weil die Corona-Pandemie wirklich alles überschattet hat. Das gilt nicht nur für den täglichen Umgang hier im Plenarsaal. Es ist auch ungewöhnlich, in großen Sitzungssälen Berichterstattergespräche zu führen. Das ist alles anders als normal. Wir haben aber die Pandemie auch in ganz krasser Weise im Gesamthaushalt gesehen, mit Auswirkungen natürlich auch auf diesen Einzelplan. Konnten wir in den vergangenen Jahren immer noch viel über die schwarze Null diskutieren, ausgeglichene Haushalte vorlegen, sind wir jetzt innerhalb kürzester Zeit bei Rekordverschuldung angekommen. Es geht nicht anders. Wir haben es heute Morgen in der Debatte schon gehört. Darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, galt es in diesen Beratungen noch viel stärker als bisher, jeden einzelnen Euro umzudrehen, um zu prüfen, ob er wirklich an der richtigen Stelle ausgegeben wird. Wie Sie den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses entnehmen können, haben wir dies sehr intensiv getan. An vielen größeren und kleineren Stellen haben wir gedreht, um den Umweltetat, wie wir Norddeutschen so schön sagen, den letzten Schliff zu geben. Das ist uns gelungen. Natürlich kann ich hier nicht jede Einzelheit erneut ansprechen. Persönlich möchte ich aber auf drei Entwicklungen eingehen, die mir in den Beratungen sehr am Herzen lagen. Naturschutz stärken. Bei einem Blick in den Umweltetat und ergänzend auch auf den sogenannten Energie- und Klimafonds ist mir zunehmend aufgefallen, dass in den vergangenen Jahren der Klimaschutz, sicherlich zu Recht, große Aufmerksamkeit und damit auch große finanzielle Mittel erhalten hat. Demgegenüber habe ich zunehmend den Eindruck, dass die bedeutsame Aufgabe des Naturschutzes nicht gleichrangig behandelt wurde. Wie Sie in den Änderungsanträgen entnehmen können, haben wir Haushälter deshalb insbesondere beim Naturschutz deutlich nachgebessert und eine CDU-CSU-Schippe draufgelegt. Am auffälligsten ist hier das Programm Biologische Vielfalt. In Zeiten einer zunehmenden Krise der Biodiversität konnte ich nicht nachvollziehen, weshalb der Ansatz für dieses wichtige Programm im Regierungsentwurf geringer ausfallen sollte. Daher ist es uns aus meiner Sicht richtig gelungen, dass wir hier 7,2 Millionen Euro zusätzliche Mittel eingeplant haben, um das Programm langfristig auf einem Niveau von 45 Millionen zu verstetigen. Mit dieser Entscheidung machen wir deutlich, dass wir unsere Anstrengungen gegen den Biodiversitätsverlust noch verstärken müssen und verstärken werden.
Daneben haben wir aber auch bei anderen Programmen im Bereich des Naturschutzes Verbesserungen erzielen können. So haben wir, wie schon in den vergangenen Jahren, die finanzielle Ausstattung des Blauen Bandes deutlich erhöht. Hier geht es um die Renaturierung von Auen und damit die Wiederherstellung wertvoller ökologischer Lebensräume. Und auch bei den sogenannten Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet des Naturschutzes haben wir zusätzliches Geld bereitgestellt. Auch das unterstreicht, der Naturschutz hat für uns eine hohe Priorität, die wir eben auch in ganz konkrete Haushaltszahlen gegossen haben. Zweitens, Aufklärung über das neue Mobilfunknetz 5G. Ein für mich wichtiges Thema in den Betrachtungen und in den Diskussionen, manchmal gar nicht so sehr beleuchtet. Jedenfalls ist uns in den vergangenen Wochen deutlich vor Augen geführt worden, wie viel Unheil wenige Menschen anrichten können, wenn sie gezielt falsche Informationen verbreiten. Wir alle können ein Lied davon singen, wie mühselig es ist, einmal in Umlauf gebrachte Fake News wieder einzufangen. Eine Gefahr in diesem Zusammenhang sehe ich auch beim Ausbau des neuen Mobilfunknetzes 5G. Diese neue Technologie wird uns in vielen Bereichen einen wichtigen Vorsprung verschaffen. Aber wir wissen auch, dass sich diesbezüglich zunehmend Ängste und Sorgen verbreiten. Aus diesem Grund begrüße ich es sehr, dass das Bundesamt für Strahlenschutz ein eigenes 5G-Zentrum eingerichtet hat. Das im vollen Wortlaut genannte Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder hat dabei die Aufgabe, möglichst frühzeitig auf einer wissenschaftlichen Grundlage über die Auswirkungen von Technologien wie 5G auf den Menschen aufzuklären. Gleich am Anfang ansetzen und sofort mit wissenschaftlichen Fakten an eine Sache heranzugehen, noch bevor Verschwörungstheoretiker und Falschinformationen um sich greifen können, ist für mich ein wichtiger und richtiger Ansatz. Da habe ich mich sehr dafür eingesetzt, diese Arbeit personell und finanziell zu stärken. Und das ist auch gelungen. Und drittens und letzter Schwerpunkt in meiner Rede soll die Ökobilanz von Getränkeverpackungen sein. Dieser Punkt ist ein Anliegen, das schon in den letzten Haushaltsberatungen eine Rolle gespielt hat. Damals hat der Haushaltsausschuss die Erwartung geäußert, dass das Umweltministerium bereits in diesem Jahr eine Ökobilanz von Getränkeverpackungen in Auftrag geben sollte. Das Ziel meiner Fraktion war damit, ideologische Verhärtung zu überwinden. Wir wollen herausfinden, an welchen ökologischen Schrauben wir drehen müssen, um Getränkeverpackungen noch umweltschonender zu gestalten. Weil wir mit den bisherigen Ergebnissen, Frau Ministerin, nicht ganz zufrieden waren, ja, haben wir im Haushaltsausschuss unsere Erwartungen noch einmal etwas präziser aufgeschrieben und Ihnen, Frau Ministerin, mit auf den Weg gegeben. Ich hoffe, dass damit die Wichtigkeit dieses Vorhabens deutlich geworden ist und erwarte, dass wir hier jetzt endlich schneller vorankommen. Meine Damen und Herren, eingangs habe ich schon darauf hingewiesen, dass dies die letzten regulären Haushaltsberatungen in der laufenden Wahlperiode sind. Für mich persönlich war es der vierte Haushalt, den ich als Berichterstatter für den Bereich Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit begleiten durfte. Wir alle wissen, dass sich das Karussell nach der kommenden Bundestagswahl weiterdrehen wird. Und niemand weiß heute, ob und wer für welches Thema beim nächsten Bundeshaushalt zuständig sein wird. Daher möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um mich sehr herzlich für die konstruktive Zusammenarbeit der letzten Jahre zu bedanken. Dieser Dank gilt insbesondere allen Berichterstatterinnen und Berichterstattern aller Parteien im Haushaltsausschuss, auch wenn der Kollege Hohmann heute eine Menge Unsinn erzählt hat, aber natürlich auch Ihnen, Frau Ministerin, und vor allen Dingen auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die immer wieder gefordert waren, die parlamentarischen Beschlüsse mal mehr, mal weniger mühsam umzusetzen. Danken möchte ich aber auch natürlich dem Bundesrechnungshof, der immer wieder wertvolle Fragen aufwirft und uns ebenfalls wertvolle Hinweise gibt. Und nicht zuletzt der Arbeitsgruppe Umwelt meiner Fraktion, mit der ich mich in den vergangenen Jahren in einem sehr positiven Sinn intensiv und konstruktiv austauschen konnte. Keine
Bereinigungssitzung ohne Überraschung. Und Frau Ministerin Schulze war sicherlich auch überrascht, dass mit einmal 5 Millionen auftauchten, um unsere Tierheime zu unterstützen im Jahr 2021. Warum das jetzt im Bundesumweltministerium gelandet ist, weiß ich nicht so ganz genau, aber es ist sicherlich gut gelandet. Und es passt gerade so schön, dass auch die parlamentarische Staatssekretärin hier sitzt und die das ja begrüßt hat, Frau Hagedorn, pressewirksam. Sie haben alles begrüßt, was Schleswig-Holstein relevant war, wenn Sie in Ihren Pressemitteilungen demnächst enden. Ich danke meinem CDU-Kollegen Ingo Gedichens, der als einziges ordentliches Mitglied im Haushaltsausschuss dafür gesorgt hat. Dann sind Ihre Pressemitteilungen vollständig. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Bundestag diskutiert über den Einzelplan 16. Und während die Abgeordneten diskutieren, kann man hier in der Westlobby, also direkt außerhalb des Plenarsaals, noch abstimmen. So. Wir sehen auch gleich mal die Karten. Ja, es ist hier schon relativ ruhig geworden. Die meisten haben hier schon abgestimmt. Ich möchte darauf hinweisen, dass die namentliche Abstimmung gleich vorbei ist. So, und Wolfgang Kubicki kündigt das auch schon an. Wer jetzt sich noch nicht eine der Karten genommen hat, der muss sich jetzt beeilen. Blau, rot oder weiße Karten gibt es. Und am Ende dieser Abstimmung müssen in den Urnen insgesamt mindestens 355 blaue Kärtchen sein, die nämlich dem zustimmen, dass die Schuldenbremse auch im nächsten Jahr ausgesetzt wird. Dafür braucht es die sogenannte Kanzlerinnenmehrheit von 50% der Stimmen der Abgeordneten plus einer. Also die Farbe Rot wäre die falsche Karte aus meiner Sicht. Herr Kollege Dehm, nicht grundsätzlich ist die Farbe Rot die falsche, also, aber in diesem Fall wäre es die falsche. Ich stelle fest, dass 30 Minuten offensichtlich nicht ausreichen für die Stimmabgabe. So, noch einmal die Frage, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Ja, ich werde wahnsinnig hier. Ich meine, ich bedauere, dass sich bei zwei der Damen um Schleswig-Holsteinerinnen handelt. So viele Abgeordnete meines Landes sind ja gar nicht vertreten hier. Also. Ja. So, letzte Frage jetzt. Die letzten Nachzügler rennen hier noch in die Westlobby und wir sehen auch schon die Saaldiener mit den kleinen Wägelchen, auf denen werden jetzt die Urnen in einen Nebenraum gefahren und dann geht es los mit der Auszählung der Karten. Heidrun Blum, Förster, wird sich jetzt wieder mit dem Einzelplan 16 für das Bundesumweltministerium beschäftigen. Sie ist Mitglied der Linksfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, diese Koalition verabschiedet sich aus dieser Legislatur bei Klima, Umwelt und Naturschutz erneut mit einem Haushalt, der weiter so Haushalt bezeichnet werden muss. Auch wenn in der Bereinigungssitzung, wie Ingo Gedichens das eben hier sehr fleißig vorgetragen hat, doch so einiges noch zum Positiven gerettet werden konnte. Inzwischen fordert aber die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland, dass sich schnell vieles ändern muss. Meine seit Jahren an dieser Stelle formulierten Appelle dazu, endlich Wirtschafts-, Umwelt- und Landwirtschaftspolitik nicht nur zusammen zu denken, sondern auch haushaltär zusammenzuführen, werden auch in diesem Jahr ein frommer Wunsch bleiben. Wir sagen, die Klimakrise voll anzuerkennen bedeutet, alles, was technisch möglich, volkswirtschaftlich verkraftbar, strukturpolitisch sinnvoll und auf soziale Weise machbar erscheint, sofort zu tun. Stattdessen bleibt der Umweltetat weiterhin als Stiefkind der Koalition mit 0,65% des Gesamtetats. Die Vorlage für das Jahr 2021 ist aus unserer Sicht ebenfalls nur wenig ambitioniert. Die Bundesrepublik Deutschland verspielt leider ihre selbst erklärte Vorreiterrolle beim Klima wie auch beim Umweltschutz. Vor allem haben wir während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hier leider nicht wirklich was vorgelegt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, aus Sicht der Linken möchten wir auf zwei wesentliche Punkte hinweisen. Zum einen
Seit Jahren erklären Sie uns, verehrte Damen und Herren, auch auf der Regierungsbank, dass Sie für die Umwelt nicht nur Geld aus dem Umweltressort selbst, sondern auch aus anderen Töpfen ausgeben wollen. So zum Beispiel aus dem Energie- und Klimafonds im Einzelplan 60 der allgemeinen Finanzverwaltung. Der wird von Jahr zu Jahr immer größer, zurzeit sagenhafte 42,6 Milliarden Euro stark und fristet ein Dasein als gigantisches Bürokratiemonster und verkommt undurchsichtig zu einer Aufsparungsinstanz. Aber wofür eigentlich? Die Linke ist seit langem der Überzeugung, dass der EKF aufgelöst werden muss, um den Hauptanteil der Mittel dem Umweltministerium für wirkliche und wichtige Zukunftsprojekte bereitzustellen, zum Beispiel für die Klimaschutzprogramme, das Klimaschutzprogramm bis 2030 und vor allem für den Klimaschutzplan bis 2050, den wir uns vorgenommen haben. Dazu müssten Sie aber, Frau Ministerin, in Ihrem letzten Jahr allerdings aus Ihrem Sachwalterstatus aussteigen und stärker zur aktiven Gestalterin werden. Zum anderen, 2020 endet als ein Jahr der Ratlosigkeit in Sachen gesamtstaatlicher Verantwortung in der Umweltpolitik. Der Föderalismus, so historisch gerechtfertigt wie politisch begründbar er auch bei anderen Themen zu sein scheint, beim Krisenmanagement bewährt er sich leider nur bedingt. Es kann doch nicht sein, dass Umweltprojekte, die in allen Ländern greifen müssen, in den Ausführungsbestimmungen zu 16 unterschiedlichen Varianten führen oder eben auch gar zu keinen, wenn die Länder politisch andere Prioritäten setzen. Es bedarf ganzheitlicher Programme, die für alle Bundesländer gleich gelten, dass die Umweltpolitik zu einer gesamtstaatlichen, also zu einer Bundesaufgabe werden muss. Nur so kann Nachhaltigkeit gesichert und eine wirkungsvolle Umweltstrategie aufgestellt werden, die dann auch wirkliche Wirkung zeigt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den Details des Einzelplan 16 sind meiner Meinung nach zumindest zwei Aspekte noch zu erörtern. Erstens werden, was wir Linke begrüßen, deutlich mehr finanzielle Mittel für den Kampf gegen die Vermüllung der Meere zur Verfügung gestellt. Immerhin wurden in der Bereinigungssitzung auch hier im Haushaltsausschuss zur Verstetigung der 15 Millionen Euro noch einmal 10 Millionen Euro zusätzlich bewilligt. Das sind Ansätze für eine tragfähige Umweltpolitik, aber eben nur Ansätze. Zweitens aber scheint sich das Kompetenzgerangel und Geschiebe zwischen den Ministerien fortzusetzen, und zwar auf Kosten von Umwelt- und Naturschutz. Wie wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern erklären, dass der Insektenschutz ein brennendes Thema für das gesamte Ökosystem und auch bei den Bürgerinnen und Bürgern wichtig erscheint, im Umweltetat keine eigene Haushaltsstelle mehr hat? Versteckt im Bundesprogramm Biologische Vielfalt und bei weitem nicht ausfinanziert, ist beim Insektenschutz wie auf anderen Baustellen schon lange angezeigt, ressortübergreifend zu handeln und eine wirksame Rettungsbasis für bedrohte Populationen zu entwickeln. Weil der Mittelansatz aber gleich bleibt, auch in der biologischen Vielfalt, ist der Titel wohl versteckt worden. Ein interdisziplinärer Ansatz gibt es aber, weil auch Teile des Insektenschutzes beim BMEL angesiedelt sind. Ob der gelingt, bleibt abzuwarten, was die Landwirtschaft daraus macht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Umwelt, der Klimaschutz sind wichtige Aufgaben, die unsere Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten. Ich möchte ein paar Sekunden noch verwenden, um als Hauptberichterstatterin für diesen Einzelplan mich sehr, sehr herzlich zu bedanken bei allen Kolleginnen und Kollegen, beim Ministerium, bei der Ministerin für die sehr fairen und konstruktiven Gespräche, die wir geführt haben, und würde mir wünschen, dass der Stellenwert der Umweltpolitik in den nächsten Jahren deutlich erhöht wird. Jedenfalls wird meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger für diesen Etat das vehement einfordern. Das kann ich Ihnen heute schon versprechen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Rübenförster. Nächster Redner ist der Kollege Sven-Christian Kindler, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, am Samstag, am 12. Dezember, wird das Pariser Klimaabkommen 5 Jahre alt. Es ist der breit angelegte internationale Konsens, damit unsere Kinder und unsere Enkel auch in 50 Jahren noch eine Zukunft auf diesem Planeten haben. Das ist
das zentrale Prinzip von Generationengerechtigkeit. Und wir brauchen endlich auch eine Bundesregierung, die dieses Abkommen ernst nimmt und danach handelt. Denn die Klimakrise findet ja nicht nur weit entfernt statt, sondern findet auch hier konkret in Deutschland statt. Wir haben den dritten Dürresommer dieses Jahr erlebt, 2020. Das hat fatale Folgen für die Äcker in Deutschland. Es gibt ein brutales Waldsterben in Deutschland. Und das ist erst der sanfte Anfang der Klimakrise. Wenn wir jetzt nicht handeln und jetzt die Klimakrise weiter eskaliert, wird der größte Teil der Erde in ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich unbewohnbar sein für Milliarden von Menschen. Das Leben von Milliarden von Menschen ist in Gefahr. Und wir können jetzt noch handeln. Wir haben jetzt noch die Zeit zu handeln, aber der Zeitraum schließt sich. Wir müssen die nächsten 10 Jahre nutzen, um diese Katastrophe abzuwenden und konsequenten Klimaschutz endlich in Deutschland und Europa umzusetzen. Und wir brauchen eine Bundesregierung, die dafür auch einsteht. Denn wenn man sich zum Beispiel auch diesen Bundeshaushalt anguckt, sieht man, dass jedes Jahr über 50 Milliarden umwelt- und klimaschädliche Subventionen verbrannt werden. Das sagt Ihr eigenes Umweltbundesamt, Frau Ministerin Schulze, zum Beispiel für den schmutzigen Diesel, für Lkw, für die Flugindustrie, für die Plastikproduktion. Und die Bundesregierung hat keinen konkreten Plan und keinen konkreten Willen, dies auch wirklich abzubauen. Dieses Geld fehlt uns nachher für den öffentlichen Nahverkehr, für saubere Busse. Dieses Geld fehlt für die Bahn, dieses Geld fehlt für Gebäudesanierung. Und ich habe Sie, Frau Ministerin, gefragt in Haushaltsberatungen, was Sie konkret machen wollen, damit dies geändert wird, damit man endlich klimaschädliche Subventionen abbauen will. Darauf hatten Sie keine konkrete Antwort, was ja leider nicht verwunderlich ist, weil die Bundesregierung konkret da nichts machen will. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis sowohl für den Haushalt als auch für das Klima. Und nicht nur beim Klimaschutz, auch beim Umwelt- und Naturschutz sieht es düster aus, wenn wir uns vor allem die Perspektive für die nächsten Jahre in diesem Haushalt angucken. Wenn man zum Beispiel auf die Finanzplanung bis 2024 blickt, dann sieht man, dass im Bereich der klassischen Umweltpolitik und des Naturschutzes die Ausgaben runtergehen werden. Beim Naturschutz sollen die Ausgaben bis 2024 in der Finanzplanung um 8% sinken, bei der klassischen Umweltpolitik sogar um 20%. Das heißt, angesichts des großen Artensterbens, angesichts der Plastikvermüllung, angesichts von weiteren großen Umweltkrisen, finde ich, ist das ein Offenbarungseid, den die Bundesregierung in dieser Finanzplanung hier vorgelegt hat. Und dabei kann man ja auch Naturschutz und Klimaschutz ganz konkret auch zusammendenken. Wir wissen, technische Lösungen sind extrem wichtig beim Klimaschutz, aber wir dürfen uns nicht alleine darauf nur fokussieren. Wir brauchen auch natürliche Lösungen, sogenannte Nature-Based Solutions, um eben auch wirksamen Klimaschutz betreiben zu können und unsere Natur schützen zu können. Wälder, Moore, Ökosysteme, die Natur, die speichern extrem viel an CO2-Emissionen, die der Menschen produziert. Circa die Hälfte aller CO2-Emissionen wird so weltweit durch Ökosysteme absorbiert. Deswegen sagen wir klar, wir wollen, dass beim Energie- und Klimafonds zukünftig 10% aller Ausgaben für solche naturverträglichen, naturnahen Lösungen beim Klimaschutz reserviert werden. Und Frau Schulze, Sie sind jetzt seit gut 2,5 Jahren Umweltministerin. In den vergangenen Jahren haben wir immer viele große Ankündigungen von Ihnen gehört, aus denen dann leider selten etwas geworden ist, und haben Sie darauf verwiesen, dass natürlich Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe im Kabinett ist. Das ist ja soweit auch verständlich, dass Sie nicht für alle Häuser nachher die Politik bestimmen können. Aber wir erwarten schon, dass Sie konkret dann auch kämpfen und konkret sich einbringen, wenn es um konkrete Klimaschutzfragen geht. Und dann frage ich mich eben schon, wo war Ihre Stimme, wo war Ihr Gewicht in dieser Bundesregierung, als konkret über Milliardenhilfe für fossile Großkonzerne verhandelt wurde, als es zum Beispiel um die Lufthansa geht oder als es um TUI geht. Wo war da Ihre umweltpolitische Stimme? Die bei der Air France hat man konkrete umweltpolitische und klimapolitische Vorgaben gemacht. Das hat man bei der Lufthansa nicht gemacht. Das war ein konkretes Versagen der Bundesregierung. Und Sie haben Europa angesprochen. Wo waren Sie eigentlich, als Frau Klöckner in Brüssel jetzt den mehrjährigen Finanzrahmen für die europäischen Agrargelder verhandelt hat, wo es einen Rückschritt gibt sogar in Bezug auf die Umwelt- und Klimapolitik, wo vor allem Großgrundbesitzer bevorteilt werden, ohne ökologische Bindung. Auch da haben Sie versagt. Auch da ist die Bundesregierung nachher völlig unter dem zurückgeblieben, was wir brauchen angesichts von Artensterben und Klimakrise. Und ich glaube Ihnen ja, dass Sie persönlich das auch Klima- und Umweltschutz ernst in Ihrem Herzen liegt, Frau Schulze. Aber das Problem ist natürlich,
dass sie sich am Ende gegen Herrn Scheuer, Herrn Altmaier, Frau Klöckner in der Bundesregierung häufig nicht durchsetzen können. Und das liegt nicht nur an Ihnen, das liegt natürlich auch an der mangelnden Unterstützung der SPD insgesamt. Wenn der eigene Vizekanzler Olaf Scholz Sie im Regen stehen lässt bei vielen Fragen, insbesondere beim Abbau der umweltschädlichen Subventionen, ist er kein Partner für Sie, dann sieht man, wie gering der Stellenwert der Umwelt- und Klimapolitik in dieser Bundesregierung, aber auch beim SCT Teil der Bundesregierung ist. Und wir sagen konkret, das muss sich ändern. Deutschland war mal Vorreiter beim Klimaschutz. Mittlerweile sind wir unterhalb des europäischen Durchschnitts. Wir brauchen endlich eine Bundesregierung, die den Klimaschutz zur Top-Priorität macht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kindler. Kurz die Aussprache. War das für die Grünen-Fraktion? Eine Ergebniskorrektur vornehmen betreffend die Abstimmung über den Antrag der FDP-Fraktion zu Artikel 115 Absatz 2. Das ist bedauerlich, aber der Antrag hat trotzdem keine Mehrheit erreicht. Nur das Ergebnis muss korrigiert werden. Über den Antrag der Abgeordneten Otto Fricke, Christian Dürr, Grigoris Agelidis, weitere Abgeordnete der Fraktion der FDP, Beschluss des Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes, Drucksache 19 aus 24.969, abgegebene Stimmkarten 625. Mit Ja haben gestimmt 74, mit Nein haben gestimmt 530. Enthaltungen eine. Gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes ist die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages vorherrlich. Das sind 355 Ja-Stimmen. Der Antrag hat die erforderliche Mehrheit nicht erreicht. Also hier wurde noch mal eine Korrektur vorgenommen. Die FDP wollte, dass zwar eine Überschreitung der Schuldenbremse nötig ist, aber hatte gefordert in diesem Antrag, dass weniger Schulden ausgegeben werden im Jahr 2021. Weiter geht es mit Michael Tebs aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach Artikel 110 des Grundgesetzes hat der Deutsche Bundestag das Budgetrecht. Kein Haushaltsplan kann in Kraft treten, ohne dass das Parlament dem zustimmt. Und auch in diesem besonderen Jahr haben wir unser Recht wahrgenommen, den Haushaltsplan der Bundesregierung im parlamentarischen Verfahren heute zu diskutieren und auch abzuändern. Das strukturelle Gesetz gilt also auch hier. Alles kommt anders aus dem Parlament raus, als es reingegangen ist. Und auch in diesen schwierigen Zeiten, die wir momentan haben, können Biodiversität, Klimaschutz, Gewässerschutz und die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft nicht warten. Wir brauchen hier Investitionen, denn wir haben nur diese eine Welt und müssen sie schützen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es gibt im Haushaltsplan des Bundesumweltministeriums einige Titel, bei denen wir eine Aufstockung erreichen können. Und das findet ja immer in den Verhandlungen der Haushälter statt. Deswegen möchte ich noch mal hier an dieser Stelle unseren Parteikollegen Metin Hakverdi und dem Berichterstatter der Union Ingo Gätjen außerordentlich danken, weil am Ende muss auch eine Entscheidung, muss auch eine Einigung dort erreicht werden. Und auf zwei Titel, wo wir das erreicht haben, möchte ich noch mal besonders eingehen, weil sie mir am Herzen liegen. Zum einen konnten wir erreichen, dass das Bundesprogramm Blaues Band mehr Mittel bekommt. Das Programm wird für das Jahr 2021 mit 3 Millionen Euro mehr und damit mit insgesamt 10 Millionen Euro gefördert und bis 2025 mit insgesamt 13,9 Millionen Euro und damit mit 9,8 Millionen Euro mehr. Das Bundesprogramm Blaues Band Deutschland wurde am 1. Februar 2017 im Kabinett beschlossen, ist so gerade mal 4 Jahre alt, und da geht es natürlich um die Renaturierung von Fließgewässern und Auen. Deutschland verfügt über ein Jahrhunderte aufgebautes Netz von Wasserstraßen und Flussläufen, die ausgebaut wurden, die begradigt wurden, eben zur wirtschaftlichen Nutzung. Aber die Anforderungen an die Wasserstraßen in Deutschland haben sich in den letzten Jahren geändert. Heute werden Güter über ein sogenanntes Kernnetz, den größeren Flüssen, transportiert. Und es gibt ein Nebennetz von Wasserstraßen, 2800 Kilometern, die jetzt nicht mehr für den Güterverkehr genutzt werden. Und auch an den Hauptwasserstraßen gibt es Abschnitte, die ebenfalls nicht mehr so eingesetzt werden. Damit entsteht die Möglichkeit und aus meiner Sicht auch die Notwendigkeit, diese Fließgewässer und Auen zu renaturieren. Denn wir brauchen die Auen und Ufer, um die negativen Folgen des weltweiten wirtschaftlichen Wachstums bewältigen zu können. Die Folge des Wachstums ist eben der Klimawandel, und Moore und nasse Flussniederungen können Treibhausgase zurückhalten. Und sie tragen somit aktiv zum Klimaschutz bei. Flussauen bieten einen natürlichen Hochwasserschutz und helfen so, die Folgen von Starkregenereignissen abzumildern. Der Klimawandel stellt eine große Bedrohung für die biologische Vielfalt dar.
Deshalb ist es unsere Aufgabe, Biotope wie Flussauen, die zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa gehören, zu renaturieren und sie auch zu schützen. Naturnahe Auen sorgen für eine bessere Wasserqualität von Bächen und Flüssen, weil sie die Nährstoffe aus der Landwirtschaft, die dort ausgeschwemmt werden, zurückhalten und abbauen. Und was nicht zu unterschätzen ist, sie bringen auch den Menschen Erholung. Eine Umfrage vom Naturbewusstsein hat ergeben, dass 93% der Befragten eben naturnahe Fließgewässer den begradigten Bächen und Flüssen vorziehen. Ich kann das aus meinem Wahlkreis bestätigen. Wenn man gerade sich die Lippe mal anguckt, dann sind gerade die naturnahen Gebiete die Gebiete, die den höchsten Erholungswert haben und natürlich auch den höchsten Wert für die Umwelt. Genauso können und müssen wir es uns leisten, in Entwicklungs- und Schwellenländern Unterstützung zu leisten beim Kampf gegen Umweltzerstörung und Klimawandel. Bei dem zweiten Titel, den ich erwähnen will, geht es um den Kampf gegen den Plastikmüll in den Weltmeeren. Man kann es nicht oft genug sagen, jedes Jahr werden rund 8 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Meere gespült. Die Verschmutzung der Meere ist eines der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit. Und hier stocken wir in den nächsten Jahren die Mittel nochmal, um 10 Millionen Euro auf und auf 25 Millionen und bis 2025 um 18,1, also auf 30,1 Millionen Euro. Ich finde das eine gute Entscheidung. Mit diesen Geldern werden wir, die wir nochmal aufgestockt haben, fördern wir ganz konkrete Projekte, um den Eintrag möglichst von Plastikmüll an der Quelle schon zu verhindern. Wir unterstützen verschiedene Projekte in Vietnam, in Indien, in der Karibik, die Abfall- und Kreislaufmanagementsysteme aufbauen. Voraussetzungen, die wir hier in Deutschland schon lange haben und mit denen wir, weil wir Weltspitze in diesem Bereich sind, auch wirklich im Ausland helfen können. Ein Projekt in Indien unterstützt beispielsweise die Regulierungsbehörden dabei, die Mengen des Meeresmülls zu erfassen, die Eintragswege von Plastikmüll überhaupt erstmal aufzudecken und Systeme zu implementieren, die die Herstellerverantwortung ernst nehmen. Das heißt, dort wird auch auf lange Zeit eine Finanzierung von Entsorgungssystemen geschaffen. Das ist nachhaltig und das ist genau der richtige Weg. Ich halte den Ansatz des Umweltministeriums in diesen Projekten für genau richtig. Es gilt zum einen, an ausgewählten Orten mit den Fachleuten des Ministeriums, die tief in der Materie stecken, Projekte anzustoßen, die zum einen Modellcharakter haben, aber gleichzeitig eigene Investitionen in den Zielregionen anzuschieben. Das führt nach meiner Überzeugung zu einer nachhaltigen Lösung dort vor Ort. Gerade jetzt im Sommer hat das Umweltministerium noch mal wieder einen Aufruf gestartet, Projekte für den Kampf gegen Plastikmüll einzureichen, die unter genau diesem Titel gefördert werden. Nachhaltigkeit, nachhaltiges Handeln für heute, morgen, für uns und für die kommenden Generationen. Diese Verantwortung nehmen wir mit diesem Haushalt sehr ernst. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Teves. Ich unterbreche erneut die Aussprache und gebe Ihnen das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD bekannt. Beschluss des Deutschen Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes, Drucksache 19-22887 und 19-24940. Abgegebene Stimmkarten 634. Mit Ja haben gestimmt 374, mit Nein haben gestimmt 73, Enthaltungen 187. Gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes ist die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages erforderlich. Das sind 355 Ja-Stimmen. Die Beschlussempfehlung ist mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. Damit also, es wird auch im Jahr 2021 wird auch dann die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Carsten Hilse spricht jetzt für die AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Landsleute! Der vorliegende Haushaltsentwurf und die Haushaltsdebatte unterscheiden sich in mancher Hinsicht von den der vergangenen Jahre. Massiver Schuldenaufbau in den letzten Jahren nicht mehr dagewesenem Ausmaß. Milliarden Euro werden geparkt, um das Volk noch bis zu den Bundestagswahlen, falls sie denn stattfinden, beruhigen zu können. War man in den letzten Jahren noch bemüht, das Verschleudern von Milliarden Euro der deutschen Steuerzahler zu verschleiern und den Bürgern Sparsamkeit vorzugaukeln, schmeißt man heute das Geld für jedermann sichtbar zum Fenster hinaus. Sprach in der letzten Legislaturperiode mit Frau Hendricks,
noch eine Umweltministerin, die zwar ideologisch verblendet war, aber wenigstens noch Fachwissen hatte, müssen wir in dieser Legislaturperiode Reden anhören, die scheinbar aus einer Phrasendreschmaschine gefallen sind, jubelt von den Genossen, die offensichtlich durch die infantilen und inhaltslosen Reden der Kanzlerin keine Ansprüche mehr an Gehalt stellen. Wichtig scheint in der heutigen Zeit nur noch zu sein, die Menschen in Angst und Panik zu versetzen, um alle möglichen sinnlosen Ausgaben und das mutwillige Zerstören unserer wirtschaftlichen Grundlagen zu begründen. Da das Ende der Welt durch das klimafähige Feuer noch in weiter Ferne zu liegen scheint, musste ein Katalysator her, mit dem man die große Transformation beschleunigen kann. Schon zu Beginn der zur Pandemie ausgerufenen Politikkrise machten NGOs wie Agora deutlich, wo die Reise hingehen solle, die Zerstörung aller Wirtschaftszweige, die man nicht klimaneutral wieder aufbauen kann. Bei der Gelegenheit könnte man, wie in der DDR nach dem Krieg, gleich mal die großen Konzerne teilverstaatlichen, siehe Lufthansa, bevor man sie zur Bedeutungslosigkeit zusammenschrumpft und dann komplett übernehmen kann. Der Abbau von 50.000 Stellen ist bereits angekündigt. Egal, Flugzeuge sind eh Teufelszeug, die die allgegenwärtige und immer schlimmer werdende Klimakrise verschärfen. Die Klimakrise existiert zwar nur in den Köpfen einiger Phantasten wie Greta und Co. und ihren Stichwortgebern, sogenannten Klimawissenschaftlern, den Homöopathen unter den Wissenschaftlern, wie sie der Kabarettist Vinz Ebert mal so treffend nannte. Aber wenn man eine Lüge ständig wiederholt, wird sie eben zur Wahrheit. Das wussten schon Demagogen aus finstersten Zeiten. Hat man die Menschen vor Corona mit täglichen Horrornachrichten über eine angebliche Steigerung der Anzahl von Extremwettern, Hurricanes, rasant steigende Meeresspiegel, die offiziellen Statistiken beweisen das Gegenteil, malträtiert, so sind es heute Inzidenzwerte, die den Menschen Angst einflößen und die Alternativlosigkeit der Maßnahmen begründen sollen, die unsere Freiheit in einem seit 1949 nie dagewesenen Maße aushebelt. Hat man die Menschen erst in diese Art Schockstarre versetzt, kann man all die Maßnahmen, die man sonst mühsam erklären müsste, einfach so durchwinken und dafür sogar noch Schulden aufnehmen, als gäbe es kein Morgen. Alles natürlich zum Wohle der Bürger, die vergessen sollen, dass die Schulden von heute die Steuern von morgen sind. Direkt und indirekt sollen fast 27 Milliarden Euro für die Klimarettung ausgegeben werden, knapp 11 Milliarden für die Übernahme eines Teils der Förderung für das untaugliche EEG und weitere knapp 16 Milliarden, die in den verschiedenen Ressortplänen versteckt sind, plus 2,7 Milliarden beim BMZ, um Klimaschutz und Klimaneutralität zu erreichen. Dabei ist jedem Menschen, der klar im Kopf ist, weil er keine ideologische Brille trägt, bewusst, dass all diese Klimamaßnahmen dem Klima nichts nützen. Natürlich profitieren einige wenige davon, die raffgierigen EEG-Dauersubventionsempfänger aus der Wind- und Solarbranche, die zahlreichen Klimamanager, die sonst niemand bräuchte, die in ihrer Mehrzahl korrupten Politiker in den Entwicklungsländern, die so tun, als würden sich fürs Klima interessieren, und nicht zu vergessen die zahlreichen Klimaforschungsinstitute und NGOs mit ihren Bataillonen grüner Fußtruppen, die auch mal bildlich gesprochen über Leichen gehen, wenn sie den Hanni oder den Hambi oder den Danny retten. Doch das Klima hat davon nichts, sollte Ihre Hypothese stimmen, für die es keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis gibt, und verschwende Deutschland in Jahresfrist komplett von der Klimalandkarte, würde sich die globale Mitteltemperatur um ganze 0,00653 Grad Celsius weniger erwärmen. Das ist weniger, als die Katze unterm Schwanz trägt, hätte meine Oma gesagt. Sie appellierte immer an die Vernunft der Menschen. Für ihre Fantastereien hätte sie nur ein müdes Lächeln übrig. Ausgelacht hätte sie sie bei dem Gedanken, dass sie einer Frau hinterhertrotten, die noch vor 12 Jahren sagte, ich zitiere aus der FAZ mit ihrer Genehmigung, Deutschland mache sich lächerlich, wenn es sich dadurch ein gutes Gewissen machen wolle, dass Atom- und Kohlekraftwerke stillgelegt würden und gleichzeitig Strom aus denselben Energieträgern erzeugt worden sei, aus den Nachbarländern importiert. Zitat Ende. Also, selbst laut unserer Gottkanzlerin machen Sie sich hier alle lächerlich. Und da bin ich mit ihr ausnahmsweise mal einer Meinung. Wir fordern deshalb, den Energie- und Klimafonds aufzulösen und die Erhebung von Einnahmen aus jedweder CO2-Bepreisung, welche aktuell zur Finanzierung dieses Fonds genutzt werden, zu unterlassen, da wir natürlich den Klimawandel, wie es einige von Ihnen, die entweder schwörig oder schwer KP sind, nicht leugnen, fordern wir, wie übrigens seit 2018, die Einrichtung eines Klimawandelfolgenanpassungsfonds, der die nächsten Generationen in die Lage versetzt, eventuelle negative Auswirkungen des natürlichen Klimawandels zu reagieren.
Und für alle Quer- und Klardenker, wir sehen uns am Samstag für Frieden, Freiheit und Demokratie. Carsten Hilse, der Sprecher für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der AfD-Fraktion hier im Deutschen Bundestag zum Etat des Bundesumweltministeriums. Nächster Redner ist Georg Nüßlein. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, Herr Hilse, wenn Sie von Schämen reden, dann empfehle ich Ihnen dringend noch mal Ihre Rede anzuhören. Das macht Sinn. Hören Sie sich das noch mal an, denn ich bin seit 2002 im Deutschen Bundestag, aber eine solche Ansammlung von Unverschämtheiten, Ignoranz, von Unanständigkeiten, eine solche Hetztirade zu einem Thema, das uns alle miteinander eigentlich wichtig sein sollte, habe ich noch nie gehört. Da kann man nun unterschiedlicher Auffassung sein. Aber das, was Sie gerade herabwürdigend gegenüber alle hier im Haus, viele Bürgerinnen und Bürger, ich nehme die insbesondere mit, die erneuerbare Energien betreiben, das, was Sie da gesagt haben, das ist, wie soll ich sagen, das macht einen fassungslos. Vollständig fassungslos. Das ist doch auch dem Haus hier unangemessen, was Sie hier und wie Sie es hier vortragen. So, und nun kann man sagen, den Klimawandel, den gibt es nicht. Das ist Ihre Position, aber ich bitte Sie zu respektieren, dass das... Dann sage ich präzise, Sie behaupten, den menschgemachten Einfluss auf das Klima gibt es nicht. Sind Sie zufrieden mit der Präzision? Sehr schön, wunderbar. Das können Sie so sehen. Die Mehrheit hier im Haus sieht das allerdings durchaus anders. Und ich möchte mir an der Stelle eines ganz besonders unterstreichen. Es ist uns in dieser Legislatur gelungen, einen Klimaschutz zu organisieren, der nicht im hohen Maße abhängig von der Frage ist, geht es der Wirtschaft gut oder geht es ihr schlecht? Denn für mich war immer die Sorge, dass dann, wenn das nicht mehr so läuft wie im letzten Jahr, das ist gerade mal ein Jahr her, dass plötzlich all die Dinge, die wir da beschließen, in Frage stehen. Darum war es wichtig und richtig aus Sicht der Unionsfraktion, dass wir eben nicht mit Zwang, nicht mit solchen Maßnahmen des Ordnungspolitik das Ganze organisiert haben, sondern gesagt haben, lass uns einen Klimaschutz machen, der technologieoffen ist, der marktlich orientiert ist, marktwirtschaftlich orientiert ist und bei dem wir insbesondere auf Forschung und Entwicklung und auf Technologie setzen. Denn das ist das Entscheidende. Wir werden nach dieser Krise jetzt am Schluss uns über die Frage unterhalten müssen, wie wir die Konjunktur wieder in Gang bringen. Und da ist natürlich dieses Klimaschutzthema ein wichtiges. Denn etliche Kollegen haben es vorhin ja beschrieben, dass das ein Thema ist, das die ganze Welt bewegt. Und unsere Idee, meine Damen und Herren, ist es, dass wir als Deutschland die Technologien dafür liefern werden. Und darauf bereiten wir uns vor. Und deshalb die von Ihnen vorhin gegeißelten Milliardeninvestitionen, meine Damen und Herren, die machen Sinn. Und natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht über eine soziale Dimension. Die Umweltministerin hat vorhin das Thema Vermieter-Mieter angesprochen. Ich glaube nicht, dass die Verteilung die Lösung ist, sondern dass die Anreize sind, die Heizung auszutauschen, dass das der richtige Weg ist an der Stelle. Aber wir sehen natürlich die Problematik. Wir machen uns Gedanken über das Verhältnis Stadt-Land. Darum hat mich die Rede vom Herrn Kindler vorhin ein bisschen erschreckt, weil das offenkundig die Stadtperspektive war, nämlich nur öffentlicher Nahverkehr und sonst nichts. Und wir machen uns natürlich auch Gedanken über die Frage, wie unsere Mobilität auch über Grenzen hinweg erhalten bleibt. Ich teile in keiner Weise das, was vorhin der Kollege Kindler zum Thema Lufthansa gesagt hat. Das ist nicht unsere Politik, das ist nun beim allerbesten Willen nicht unser Weg. So, jetzt quaken Sie doch nicht immer dazwischen. Hören Sie zu, da lernen Sie was bei der Gelegenheit, das macht Sinn. EU. Auch das wurde schon angesprochen von verschiedenen Seiten. Die Diskussion, ob man das Klimaschutzziel der Europäischen Union anheben sollte, das scheint offenbar ja, so Common Sense zu sein.
Nun sehen wir das, weisen aber ausdrücklich als Union auf die Schwierigkeiten hin, gerade auch für unsere Wirtschaft, auf die Risiken für den letzten verbliebenen Industriestaat in Europa. Und deshalb, wenn man auf die 55% kommt, dann brauchen wir eine andere Form der Lastenverteilung der EU-Staaten untereinander. Es kann nicht sein, dass Deutschland überbordend diese Last trägt und wir am Schluss zu einer Deindustrialisierung dieses Landes kommen. Das ist ganz entscheidend, denn es geht uns beim Klimaschutz ja nicht darum, nur Industrien zu verlagern, dass die nationale Statistik stimmt, sondern es geht uns darum, dafür zu sorgen, dass sich diese Industrien CO2-orientiert fortentwickeln können, dass sie auch Rohstoffe einsparen. Und mindestens auf dieses Argument des Rohstoffsparens könnte sich die AfD aus meiner Sicht auch mal einlassen. So, natürlich machen wir das. Ich habe vorhin von Technologieoffenheit gesprochen und sage Ihnen, das ist etwas, was mich momentan ganz massiv bewegt. Darüber spreche ich an der Stelle die Ministerin noch mal ausdrücklich an. Das, was Sie mit der THG-Quote machen wollen, ist unterambitioniert. Wir wollen da mehr machen. Wir brauchen mehr moderne Biokraftstoffe, weil wir wissen, im Jahr 2030 wird es am Schluss auch 40 Millionen andere Kraftfahrzeuge geben. Und die müssen am Schluss auch tatsächlich mit etwas betrieben werden. Und wir wollen das möglichst CO2-orientiert voranbringen. Und deshalb die dringende Bitte, wir werden dieser Umsetzung der erneuerbaren Energienrichtlinie der EU, so wie Sie sie vorschlagen, nur dann zustimmen, wenn wir hier ambitionierter sind, wenn wir hier auf mehr Klimaschutz, gerade auch bei den Verbrennungsmotoren, setzen. Das ist uns wichtig, das ist uns ein Anliegen, weil es hier um Technologieoffenheit, aber auch um Zukunft der Mobilität geht, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch, ich sehe auch mit großer Sorge, was da im Rahmen von Euro 7 Abgasnormen diskutiert wird. Das scheint mir der Versuch zu sein, den Verbrennungsmotor endgültig aus dem Rennen zu kegeln. Das sehen wir mit Sorge, denn es gibt an der Stelle keine Not. Da geht es nicht um Klimaschutz, da geht es um ganz andere Dinge. Und die lehnen wir an der Stelle ganz explizit auch ab. Sie werden sehen. So, hatten die Vorredner auch recht, die gesagt haben, es geht bei der Umweltpolitik nicht nur um das Thema Klimaschutz. Ich will all das unterstreichen, was zum Thema Biodiversität und Naturschutz gesagt wurde. Das ist mir persönlich ein Herzensanliegen, sage ich ganz offen. Und ich sehe mit Interesse, wie man das Thema Insektenschutz, Auenrenaturierung, wie wir das mit diesem Haushalt voranbringen können. Will aber darauf hinweisen, dass bei diesem Thema der deutsche Wald eine besondere Rolle spielen muss. Wir geben eine Menge Geld für den Waldumbau aus und müssen uns stärker auf die Frage fokussieren, wie sehen denn dort eigentlich die Lebensräume für die Tiere aus? Das ist ganz entscheidend. Da geht es nicht nur um Wild, aber es geht auch um Wild, aber es geht auch um all die anderen Tierarten, denen man einen Lebensraum bieten muss. Und deshalb müssen wir auch da ambitionierter werden, beispielsweise wenn es bei der Novelle des Bundesjagdgesetz darum geht, nicht nur Lebensraumanalysen zu machen, sondern diesen Lebensraum positiv für die Tiere zu verändern. Was das Thema Kreislaufwirtschaft angeht, so gibt es da eine Menge an Symbolpolitik, zum Beispiel das Verbot bestimmter Einwegplastikprodukte. Nun ist bekanntermaßen Symbolpolitik auch immer entscheidend und wichtig, muss man natürlich machen, aber mir geht es mehr darum, meine Damen und Herren, das Thema wirklich auch jenseits der Symbole und der Verbote in der Weise voranzubringen, dass wir mehr Rezyklate einsetzen. Wir müssen diese Rezyklatsenken identifizieren und das BMU, meine Damen und Herren, muss hier dringend Branchendialoge organisieren. In einer Zeit billigen Öls kommen wir hier in die Schwierigkeit, am Schluss Recyclingmaterialien nicht einsetzen zu können. Das, muss ich sagen, ist bedauerlich. Ich will auch das noch mal unterstreichen, was vorhin zum Thema Einweg, Mehrheitweg gesagt wurde. Ich glaube, dass der richtige Weg ist, jenseits aller Ökobilanzen von allem das Beste und das Zweckmäßige einzusetzen. Dann kommen wir umweltpolitisch, pragmatisch und sinnvoll voran. Das ist ein Anliegen der Union und ich bitte herzlich um Unterstützung bei solchen Gelegenheiten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Nüßlein.
Und die nächste Rednerin in dieser Debatte. Ich möchte Sie dafür ausdrücklich loben, dass Sie vorbildlich zum Telefonieren mit dem Handy den Plenarsaal verlassen haben, im Gegensatz zu anderen Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Fraktionen. Allerdings muss ich Sie im Rahmen einer pädagogischen Aufklärungspflicht darauf hinweisen, dass das Handy selbst kein Mund-Nasen-Schutz ist. Also hier noch eine Ermahnung von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Das wird hier immer wieder geübt, auch im Plenarsaal den Mund-Nasen-Schutz und die Abstandsregeln einzuhalten. Judith Skudelny spricht jetzt für die FDP-Fraktion. Meine Damen und Herren, meine Kollegin Ulla Ihnen hat sehr genau das Zahlenmaterial dieses kommenden Haushaltes, des letzten Haushaltes dieser Regierung beleuchtet. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dann mal zu schauen, was haben wir eigentlich mit den Haushalten der vergangenen Jahre und was werden wir mit dem Haushalt jetzt inhaltlich machen. Und da muss ich leider sagen, meine Analyse dessen, was mit dem Geld gemacht worden ist, ist, es wurde unwirksam eingesetzt. Die Politik der Bundesregierung ist unkooperativ und vor allem technologiefeindlich. Und das werde ich jetzt an drei Beispielen klar machen. Unwirksam ist vor allem Ihre Klimapolitik. Das Klima schützt man, indem man verhindert, dass CO2 in die Atmosphäre entweicht. Das, was Sie mit Ihrer CO2-Steuer gemacht haben, ist, Sie haben es einfach nur teuer gemacht. Damit wird kein einziges Kilogramm CO2 gespart. Es hilft dem Klima nicht, es ist teuer und es schadet der Wirtschaft. Das Wirksamste im Moment, was Sie getan haben für den Klimaschutz, ist, den Lockdown zu beschließen. Das wiederum ist aber eine wirtschaftspolitisch schwierige Maßnahme und dient auch nicht zwingend 1:1 dem Umweltschutz. Was besser gewesen wäre, ist, einen nationalen CO2-Handel zu implementieren, der dann auf europäischer Ebene ausgeweitet werden könnte. Das würde eine Explosion der Innovation bringen. Was wir brauchen, ist eine Technik, die global angewandt werden kann und CO2 so viel sparen, wie für den Euro möglich ist. In beiden Punkten haben Sie leider versagt, da könnten Sie besser werden. Unkooperativ. Unkooperativ sieht man im Bereich des Insektenschutzes. Umweltpolitik ist immer ein Querschnittsthema. Umweltpolitik muss immer mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, muss mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten, muss in vielen Feldern unterschiedliche Argumente abwägen und in eine Balance bringen. Wichtig wäre dies auch im Bereich der Umwelt- und Landwirtschaftspolitik. Was sehen wir da? Die Umweltministerin und die Landwirtschaftsministerin liefern sich öffentliche Debatten. Und in 3 Jahren Ankündigung eines Insektenschutzgesetzes konnten sie sich nicht mal mehr auf ein Feigenblatt des kleinsten gemeinsamen Nenners einigen. Das ist ein Armutszeugnis für die Bundesregierung und es ist vor allem ein Armutszeugnis für die Insekten- und Artenschutzpolitik in Deutschland. Und Technologieoffenheit. Meine Damen und Herren, ich möchte hier mal ein großes Plädoyer für die synthetischen Kraftstoffe, für die strombasierten Antriebsstoffe bringen. Diese haben das Potenzial, die Luft sauberer zu machen. Sie haben das Potenzial, Klima zu schützen und den bestehenden Fahrzeuge länger zu nutzen und zu fahren. Es gibt nichts Nachhaltigeres, als langanhaltende Dieselfahrzeuge klimaneutral weiter zu nutzen. Und anstatt das zu machen, bekämpft das Umweltministerium die Zulassung dieser Kraftstoffe und benachteiligt sie in mannigfaltiger Form. Bei der Luftreinhaltung haben sie 2018 keinerlei Anwendung gefunden. Beim Klimaschutz auf europäischer Ebene keine Anrechnung auf die Flottengrenzwerte. Bei der Zulassung 2019 hat die Umweltministerin verhindert, dass synthetische Kraftstoffe im Individualverkehr angewandt werden. Und jetzt bei der RED2-Richtlinie wieder einfach immer nur Elektromobilität. Wenn wir nicht technologieoffen agieren, dann machen wir nicht nur einen Bärendienst im Klimaschutz, sondern der Umweltpolitik insgesamt. Lassen wir unsere Ingenieurinnen und Ingenieure gute Arbeit leisten und unsere Umwelt schützen, anstatt sie planwirtschaftlich die falschen Lösungen zu diktieren. Klimaneutrale Kraftstoffe, chemisches Recycling, moderne Pflanzenschutzmittel und Produktionsmethoden. Es gibt viele Dinge, wo wir hier Luft nach oben haben. Frau Ministerin, Ihnen geht die Zeit auf. Nutzen Sie die letzten Monate Ihrer Regentschaft dazu, eine viel bessere Umweltpolitik mit unserem Geld zu machen, als Sie es in der Vergangenheit geleistet haben. Und an dieser Stelle möchte ich noch ein persönliches Plädoyer abgeben. Wir sind ein Parlament. Wir haben und tragen die Entscheidung. Und wenn wir der
dem Umweltministerium Geld zur Verfügung stellen, weil wir für unsere Entscheidungsgrundlage Informationen brauchen, dann erwarten wir, dass die Umweltministerin dieses auch umsetzt. Im letzten Umwelthaushalt haben wir Gelder zur Verfügung gestellt, um eine Ökobilanz zu erstellen, damit wir nicht auf Basis gefühlter Wahrheiten agieren oder populistisch, wie es der Kollege gesagt hat, sondern damit wir echte, bodenständige, funktionierende, wirksame Umweltpolitik machen. Und die Umweltministerin hat ein Jahr lang ignoriert, dass dieses Parlament wollte, dass das Geld dafür eingesetzt wird. Frau Ministerin, Sie haben noch mal das Geld bekommen. Sie haben von Ihrer Regierung, von Ihrem Parlament eine Frist gesetzt bekommen. Setzen Sie es um, nehmen Sie die parlamentarische Demokratie ernst und legen Sie die Umweltbilanzen vor. Deutliche Kritik von Judith Skudelny aus der FDP-Fraktion hier an Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die ja auch der Debatte hier noch aus der Regierungsbank aus verfolgt. Ralf Lenkert spricht jetzt. Er ist der Obmann im Umweltausschuss des Bundestags für die Linksfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! In diesem Haushalt gibt es erstaunlicherweise so gut wie nichts zu Deutschlands Wasserhaushalt. Und das ist im Anbetracht der Klimaänderung zumindest fahrlässig. Wie soll die Trinkwasserversorgung bei sinkenden Pegeln von Flüssen und Grundwasser zukünftig sicher sein? Woher kommt das Wasser für Industrie und Landwirtschaft in zukünftigen Dürrephasen? Wie erhalten wir Fische, Amphibien, Eisvögel und Insekten am Leben bei austrocknenden Flüssen und Seen? Nochmal, zum Thema Wassermanagement fand ich nichts im Haushalt. Entschuldigung, fast nichts. 10 Millionen Euro für die Vernetzung von Gewässern im Maßnahmeplan Blaues Band. Homöopathische 900.000 Euro im Forschungshaushalt zur Erforschung von wasserwirtschaftlicher Planung und Hochwasserschutz. Aber immerhin 100 Millionen in der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz für Hochwasservorbeugung und Umgang mit Niedrigwasser. Darüber war ich erfreut. Vielen Dank. Und ich suchte weiter. Gelder, wie man Starkregen nutzen kann zur Bewässerung von Städten. Wie man Hochwasser mit Maßnahmen nutzen kann, um stillgelegte Tagebaue zu fluten. Wassermanagementmaßnahmen, um sinkende Grundwasserpegel wieder anzuheben. Pilotprojekte für Melioration, Be- und Entwässerung von Ackerböden. Kolleginnen und Kollegen, Sie ahnen es sicherlich, ich fand nichts. Und das ist grob fahrlässig. Ja, ich kenne Ihre Einwände, Wassermanagement ist Ländersache. Ja, und die Länder kämpfen. Rot-Rot-Grüne Landesregierung in Thüringen versucht, stillgelegte Wasserspeicher wieder in Betrieb zu nehmen, soweit wie es finanziell möglich ist. In Unterfranken, in der Oberlausitz, sinken die Grundwasserpegel. Kreise und Kommunen bohren die Brunnen tiefer. Das ist keine Dauerlösung. Und bei Frankfurt-Oder ist das Trinkwasser für 65.000 Bürgerinnen und Bürger gefährdet, weil durch die Abwässer der Braunkohlenförderung zu viel Sulfat in der Spree ist. 10 Millionen kostet die Umgestaltung des Wassers, aber die Braunkohlentagebaubetreiber sind nicht beteiligt. Unfassbar. Millionen Menschen in Berlin, an Rhein und Ruhr, kriegen ihr Trinkwasser aus Uferfiltrat. Kraftwerke und Industrie brauchen Brauchwasser aus unseren Flüssen. Ist das in 10 Jahren noch ausreichend zur Verfügung? Für uns als Linke ist Wassermanagement eine gesamtdeutsche Aufgabe, die unverzüglich anzufangen ist. Und in einem ersten Schritt fordern wir 50 Millionen für unsere Flüsse, damit sie durchgängiger sind und damit Wanderfischarten eine Chance haben. Ja, und der Bund muss für uns vorangehen. Bei Bundeswasserstraßen Querbauwerke zurückbauen. Der Bund muss mehr forschen, damit beim zukünftigen Wasserangebot eben genügend Wasser in einer Kaskadennutzung für alle Bereiche zur Verfügung steht. Wenn Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt bei der Bereitstellung, bei der Bewirtschaftung der Oberläufe der Flüsse keine Hilfe erhalten, kommt irgendwann in Niedersachsen und Schleswig-Holstein kein Elbewasser mehr an. Nochmal, damit auch bei langen Dürrephasen für die Menschen genügend Trinkwasser zur Verfügung steht, damit kritische Infrastrukturen mit Wasser versorgt werden, fordert die Linke eine Nutzungskaskade
zur Wassernutzung. Wir brauchen eine enge Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Kolleginnen und Kollegen, die Regendefizite 2018, 2019, 2020 in großen Teilen Deutschlands warnen uns. Maßnahmen zum Wassermanagement brauchen Zeit. Wir müssen jetzt anfangen und investieren. Aber in diesem Umwelthaushalt ist nichts Zukunftsweisendes zu finden. Er ist so staubig wie ein ausgetrocknetes Flussbett. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenkert. Ich glaube, es war der Kollege Huben, der auch glaubt, das Handy sei eine Maske, nicht? Gut. Nächster Redner ist der Kollege Gerhard Zickenhainer, Bündnis 90 Die Grünen. Gerhard Zickenhainer sitzt im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Ministerin, Sie haben es ja nicht leicht in diesem Kabinett. Sie halten hier den Kopf hin dafür, dass mit Ihrem Budget die Ziele eines Ministeriums für Umwelt nicht zu erreichen sind. Dabei verweisen die 0,6% des Gesamthaushaltes für Ihr Haus ja schon darauf, dass es die Bundesregierung ist, die Klima- und Umweltkrise als größte Gefahr der Menschheit zwar formal anerkennt, aber mit dem Haushalt in keiner Form im nötigen Umfang angeht. Droht die Lufthansa abzustürzen, dann versucht die Regierung, dies mit allen Kräften zu verhindern, übrigens mit dem Dreifachen ihres Jahresbudgets. Gleichzeitig geht ein großer Teil unserer flugfähigen Biomasse in Form von Insekten und Vögeln vor die Hunde, obwohl diese bekanntlich die weitaus größere Relevanz für die Überlebensfähigkeit unserer Bevölkerung haben. Dazu geschieht dann nichts, was nach Meinung der Fachleute auch nur annähernd in der Lage ist, das ernsthaft zu verhindern. Klima, Fauna, Luftqualität etc. dito. Diese Regierung hat es mit diesem Haushalt auch für das letzte Jahr der Legislaturperiode verpasst, die Zukunft dieses Landes in die Hand zu nehmen und angemessen auf die Bedrohungslage durch die Klimakrise, das Artensterben, den Biodiversitätsverlust zu reagieren. Stattdessen müssen Sie Symbolpolitik fahren und Plastiktüten verbieten. Aber nur die mitteldicken mit 15 bis 50 Mikrometern, weil ja sonst die Industrie und der Koalitionspartner erschrecken könnten. Und dementsprechend kann die Perspektive ja nur mager sein. In Form des Plastiktüten-Scheinangriffes heißt das, die restlichen 99% des deutschen Kunststoffverbrauchs bleiben davon unberührt. Viel stärker aber als dieses Scheingefecht gegen den Plastikverbrauch sorgt mich die Umsetzung des eh schon ambitionslosen Klimaschutzgesetzes. Sie schreiben, Frau Ministerin, auf Ihrer Website, dass Deutschland seine Klimaziele verfehlt, darf sich nicht wiederholen. Wir haben kürzlich die einfache Frage an die Bundesregierung gestellt, wer denn eigentlich dieses Klimaschutzgebiet umsetzen soll. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion? Nein. Wer dämmt die Häuser? Wer plant die Radwege? Wer baut die Netze? Und so weiter. Und in der Antwort auf unsere Frage ging dann das Gestottere los. Detaillierte Zahlen, Fehlanzeige, aber für fast alle Bereiche wie Bau, Forst etc. wurde für Planung sowie Umsetzung bescheinigt, dass bereits seit Jahren ein enormer Mangel an Fachleuten besteht. Vom Fachkräftemangel hat man ja schon mal was gehört, aber bei dem Erstellen des Gesetzes hat das scheinbar niemand bedacht. Dabei addieren sich drei Faktoren auf fatale Weise zusammen. Erstens sind alle benötigten Berufsgruppen jetzt schon Mangelware. Zweitens braucht das Klimaschutzgesetz deutlich zusätzliche Fachkräfte. Und drittens kommt dazu, nochmal verschärfend, die ebenfalls bekannten demografischen Rückgänge der Erwerbstätigen in den kommenden Jahren. Es gibt nicht einmal eine Studie, geschweige denn eine wissenschaftliche Aufarbeitung zur Frage, wie es um die Deckung des Personalbedarfs Ihres Klimapaketes bestellt ist. Obwohl klar ist, dass Ihr Klimaschutzgesetz von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, wenn die Fachleute fehlen.
Diese fundamentale Grundlage herbeizuschaffen, das müsste sogar mit Ihrem Etat und dem der beteiligten Ministerien noch zu schaffen sein. Gehen Sie diese Aufgabe endlich an und reagieren Sie auf diese Ergebnisse, die Sie dann haben werden. Dass Deutschland seine Klimaziele verfehlt, darf sich nicht wiederholen. Daran werden nicht nur wir Sie messen. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Die SPD-Fraktion hat um eine Kurzintervention gebeten, der ich stattgebe, obwohl der nächste Redner auch von der SPD kommt. Sie können zu Ihrem Platz gehen. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie die Kurzintervention ermöglichen. Herr Kollege Zickenhainer, schade, dass Sie die Zwischenfrage nicht zugelassen haben. Ich habe gesehen, Sie kommen aus Lörrach, damit wie ich aus Baden-Württemberg. Sie haben ja jetzt eben, ich weiß nicht, 5 Minuten lang vor allem kritisiert, die Bundesregierung und die Bundesumweltministerin, dann waren es 4 Minuten, hat ja gereicht, 4 Minuten kritisiert, die Bundesregierung würde die Klimaziele nicht erreichen, sie wäre zu wenig ambitioniert. Jetzt, Herr Zickenhainer, jetzt will ich Sie mal fragen, wie erklären Sie dann eigentlich, dass dort, wo die Grünen regieren, in Baden-Württemberg, den Ministerpräsidenten stellen, den Umweltminister, seit 2006, dass Baden-Württemberg bei der Erreichung der Klimaziele deutlich hinter dem Bund liegt und dass Baden-Württemberg bei seinen eigenen Klimazielen viel weniger ambitioniert ist als der Bund? Wie erklären Sie denn das? Dort, wo die Grünen regieren, versagen Sie doch beim Klimaschutz und hier blasen Sie die Backen auf. Was sagen Sie denn dazu? Herr Kollege Zickenhainer, Sie können Herrn Dr. Rosemann antworten, wenn Sie möchten. Gut. So, Herr Kollege, ich darf darauf hinweisen, wir sitzen hier im Bundestag und nicht in der Landesregierung. Sie wissen, was Landesrecht ist und was Bundesrecht ist, und dann schauen Sie sich bitte seriös mal an, was in Baden-Württemberg in den letzten Jahren rauskam, und dann werden Sie feststellen, dass es einfach so nicht richtig ist. Gut. Das kurze Gespräch zwischen Martin Rosemann aus der AfD-Fraktion und dann noch Gerhard Zickenhainer aus der Grünen-Fraktion. Damit geht es weiter in der Liste hier der angekündigten Redner. Carsten Träger spricht jetzt für die SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Das ist natürlich die einzige Erklärung, dass der Befragte so antwortet, wie er es für richtig hält, oder weil er einfach keine bessere Antwort weiß. Sie haben schon gewusst, warum Sie die Zwischenfrage nicht zugelassen haben, Herr Zickenhainer. Und bei allem Verständnis dafür, dass wir eine Oppositionsrolle haben und eine Koalitionsrolle, und bei allem Verständnis dafür, dass wir so langsam, aber sicher auf ein Bundestagswahljahr zulaufen, dann sind solche Vorwürfe, die Sie hier erhoben haben, abgelesen haben, einfach ein Griff in die grüne Mottenkiste. Sie können nicht allen Ernstes behaupten, wenn Sie sich eines anderen Politikstils befleißigen als die Herren hier vom rechten Rand, dann können Sie nicht allen Ernstes behaupten, dass im Klimaschutz in dieser Regierungsperiode nichts erledigt worden wäre. Ich erinnere daran, es gibt ein Klimaschutzgesetz, es gibt den Braunkohleausstieg, es gibt einen CO2-Preis, es gibt ein Klimapaket. All das mag Ihnen nicht genug sein, das können wir Sie ja gerne in Abrede stellen, aber dass überhaupt nichts passiert wäre, das ist eine Formulierung, die ich von Ihrem Bundesgeschäftsführer gehört habe, die Sie jetzt hier ohne Reflexion wiedergeben, das ist, finde ich, nicht angemessen der Diskussion, die wir hier führen. Kommen wir eigentlich zum Thema Einzelplan dieses Haushalts. Es ist richtig, wir haben eine enorme Schuldenaufnahme in diesem Gesamthaushalt zu tätigen, aber es wird ja wohl auch niemand ernsthaft in Abrede stellen, dass wir uns in einer nie dagewesenen Notlage befinden. Außer der Herr Hilse vielleicht, der ja irgendwie, es war schwer nachzuvollziehen, Corona und Klima und alle möglichen Verschwörungstheorien, die sonst noch so im Netz unterwegs sind, mit Copy-Paste zusammengefügt hat und dazu noch eine gehörige Portion Unverschämtheiten und Beleidigungen hier an alle Abgeordneten und an alle Regierungsmitgliedern dazu gemischt, und fertig war die Haushaltsrede. Aber
niemand wird ernsthaft in Abrede reden, dass wir uns in dieser Notlage befinden. Und deswegen ist es richtig, dass wir hier alle miteinander viel Geld in die Hand nehmen, um den Menschen in Not unter die Arme zu greifen, um ihnen in einer beispiellosen Bedrohungslage zu helfen und sowohl Gesundheit und Leben zu schützen und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen so weit wie möglich abzufedern. Wir haben aber daneben auch noch andere Krisen, die wir eindämmen, zurückdrängen und bekämpfen müssen. Die eine ist schon ausführlich gewürdigt worden von den Vorrednern. Das Klimathema, der Klimawandel muss eingedämmt und zurückgedrängt werden. Die Folgen müssen bewältigt werden. Und das andere Thema ist der beispiellose Rückgang der Artenvielfalt in Deutschland. Eine Krise, die nicht so oft im Vordergrund steht, die aber erstens kurzfristiger Wirkung zeigt und zweitens auch in ihrer Bedeutung nicht minder schwergewichtig ist. Und deswegen freue ich mich, dass die Frau Landwirtschaftsministerin mittlerweile da ist. Und Frau Glöckner, ich kann Sie nicht ersparen. Ich möchte Sie auch an dieser Stelle heute wieder auffordern. Bitte lösen Sie die Bremse beim Thema Insektenschutz. Wir haben im Koalitionsvertrag eine entsprechende Vereinbarung getroffen, dass wir diese Krise angehen wollen. Im Sommer 2018, vor mehr als 2 Jahren, haben Sie auch im Kabinett schon die nötigen Grundsatzbeschlüsse freigegeben, die Ihnen und der Umweltministerin jeweils ein Säckchen Hausaufgaben mit nach Hause gegeben hat. Ich bin dankbar, dass Frau Schulze ihre Hausaufgaben gemacht hat und ein Insektenschutzgesetz vorgelegt hat, das leider das Parlament noch nicht erreicht hat, weil es das ist dann der Punkt, der Ihnen wehtun wird, dass, weil es vom Landwirtschaftsministerium blockiert wird, dass es eben das Parlament erreichen kann. Und der zweite Teil, und das ist noch viel schlimmer, des Aktionsprogramms Insektenschutz, Ihre Hausaufgaben, Sie haben noch nicht mal Gesetzentwürfe vorgelegt. Und es wird langsam allerhöchste Zeit, damit wir das gemeinsam noch bewältigen können. Deswegen meine herzliche Bitte an dieser Stelle, lösen Sie die Bremse und sorgen Sie dafür, dass das gesamte Aktionsprogramm Insektenschutz oder wenigstens die Teile des Umweltministeriums sehr bald das Parlament erreichen, damit wir das hier debattieren und dann auch beschließen können. Es freut mich, dass es wenigstens das Parlament seine Hausaufgaben machen konnte. Wir haben die Mittel für das Bundesprogramm Biologische Vielfalt kräftig aufgestockt. Entschuldigung. Und Herr Gädichens, ich habe mir jetzt gerade versprochen, weil Sie vorhin gesagt haben, das war nur die CDU, CSU, die das gemacht hat und vorangetrieben hat. Also ich glaube, naja, einigen wir uns darauf, wir haben es gemeinsam hingekriegt. Und ich freue mich, dass es 45 Millionen jetzt sind. 2013 waren es noch 15 Millionen und wir hatten viele Fragezeichen, ob die Mittel überhaupt abfließen. Mittlerweile sind es 45 Millionen. Die Mittel fließen beträchtlich ab und deswegen stehen sogar 20 Millionen für die Zukunft obendrauf in Rede. Das ist, finde ich, eine gute Entscheidung in diesem Haushalt. Eine weitere gute Entscheidung, hat auch mit Artenschutz zu tun, ist, dass wir dem Thema Wolf noch mal eine Detailfrage widmen. 300.000 Euro für Forschungsprogramme. Wie kann man Herdenschutz auf Deichen und wie kann man Herdenschutz auf Almen besser organisieren? Wir haben hier in diesem Haus schon oft über das Thema Wolf debattiert. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Eine in Deutschland heimische Art ist zurückgekehrt. Aber natürlich gibt es Probleme auch mit der Rückkehr des Wolfes. Und die Lösung dieser Probleme liegt nicht darin, dass wir den Wolf wieder ausrotten, sondern die Lösung liegt darin, dass wir den Herdenschutz gut betreiben. Ich freue mich, dass es auch positive Nachrichten aus Sachsen gibt, wo das schon besser funktioniert als in den letzten Jahren. Und das ist der Beweis dafür, wenn wir Herdenschutz ordentlich machen, dann wird es auch in Zukunft besser funktionieren. Und deswegen ist es gut, dass wir dieses Forschungsprojekt aufgesetzt haben. Und ich schließe mit einem Dank an die Tierschützer in Deutschland, an die Tierschutzvereine und auch an den Deutschen Tierschutzbund. Auch Sie sind von der Corona-Krise betroffen. Die Ehrenamtlichen können nicht mehr so arbeiten wie gewohnt. Die Einnahmen sind weggebrochen. Und wir alle wissen, dass Haustiere und Tiere treue und wichtige Begleiter in dieser Krise sind, auch für die Menschen wichtig. Und deswegen ist es richtig, dass wir hier 5 Millionen Euro bereitstellen, um die Krisenfolgen abzustellen. Herzlichen Dank für diesen Haushaltsentwurf. Vielen Dank. Carsten Träger hat hier schon die
Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner angesprochen. Ihr Einzelplan ist nämlich nach zwei Rednern, die jetzt noch folgen, dann hier Thema. Und natürlich, dort wird es auch um Artenschutz gehen, Artenvielfalt. Das ist ja für die Landwirtschaft momentan ein sehr dominantes Thema. Klaus-Peter Schulze spricht jetzt für die Unionsfraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Bundesministerin. Bevor ich zum Thema komme, möchte ich noch mal kurz auf das eingehen, was der erste Redner hier uns vorgetragen hat. Er hat von heißer Luft gesprochen, der Herr Hohmann. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Lufttemperatur und Photosyntheseleistung gibt. Den kennen Sie vielleicht nicht. Aber wenn die dauerhaft über 25 Grad ist, wird die Photosynthese eingestellt. Das ist die Grundlage alles Lebens auf dieser Erde. Daran sollte man sich bei allen unterschiedlichen Auffassungen zum Klimathema mal zurückerinnern. 9. Klasse, 2. Halbjahr. Gestatten Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass ich meine Rede mit einem Projekt aus meinem Wahlkreis beginne. Es kommen noch zwei weitere und möchte mich an dieser Stelle auch bei den beiden Haushältern von der CDU-CSU und von der SPD bedanken, dass das Bundesamt für Strahlenschutz, das ja in Cottbus angesiedelt wird, personell verstärkt wird. Hier tut also praktisch die Bundesregierung das Versprechen im Zusammenhang mit dem Strukturwandel einhalten und dort die entsprechenden Stellen schaffen. Und dieses neue Amt wird sich auch mit dem Thema Insektenschutz zu behandeln haben. Es gibt mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen, die davon ausgehen, dass magnetische Felder auch einen Einfluss auf die Fortpflanzungstätigkeit und auf den Stoffwechsel bei Insekten haben. Da gibt es also eine ganze Reihe von Studien. Und deshalb haben wir an dieser Stelle sozusagen etwas für die Insektenforschung getan. Das Thema Auenrenaturierung haben zwei Kollegen schon sehr intensiv hier angesprochen. Ich bin A froh, dass wir das finanziell aufstocken konnten, aber ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es alles nicht so einfach wird. Die Widerstände von Bürgerinitiativen und anderen gegen solche Maßnahmen sind ungebrochen. Und da kann ich ein gutes Beispiel benennen. Wir hatten die Gelegenheit, mit dem Arbeitskreis frei fließende Flüsse im vergangenen September, Frau Kollegin Lemke war mit dabei, sie hat es ja eigentlich auch organisiert, haben wir uns ein Paradebeispiel angeschaut an der Unteren Havel, wie man die Bevölkerung mit einbezieht, Akzeptanz gewinnt und dort ein ganz tolles Projekt umsetzt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch an den Projektträger NABU ganz herzlich bedanken, dass Sie das mit großem Enthusiasmus über viele Jahre vorantreiben. Und das ist ein gutes Beispiel in Deutschland. Das Thema Biodiversität ist ebenfalls schon benannt worden. Der Rückgang der Arten ist ein Thema, was uns alle berührt. Und ich freue mich, dass das jetzt also auch die Haushälter erreicht hat und sie sich sehr stark dort mit eingesetzt haben und wir den, ich glaube, verfehlten Ansatz aus dem Umweltministerium deutlich verbessern konnten. Danke dafür. Aber wenn man zur Biodiversität kommt, dann müssen wir auch mal auf unsere Teichwirtschaften schauen. Wir haben 25.000 Hektar davon in Deutschland. 1.600 liegen in meinem Wahlkreis und die sind akut gefährdet. Sie sind nicht nur deshalb akut gefährdet, weil wir weniger Niederschläge haben, sondern bei mir in der Region sind sie durch den Kohleausstieg ebenfalls gefährdet, weil das gehobene Grubenwasser fehlen wird. Herr Lenkert ist auf die Problematik schon eingegangen. Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass unser Umweltminister Klaus Töpfer bereits Anfang der 90er Jahre ein entsprechendes Projekt aufgelegt hat und 1994 im Juli hier im Deutschen Bundestag, nicht hier, sondern wahrscheinlich in Bonn, dieses Thema debattiert wurde. Und es gibt so eine dicke Drucksache. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass man nach 25 Jahren am Tage des Beschlusses zum Kohleausstiegs hier am 3. Juli 2020, nachdem man ja 25 Jahre lang dieses Thema kannte, gleichzeitig eine Unterlage mit einreichen sagt, so werden wir das Thema Wasserhaushalt
in den Griff bekommen. Das ist leider nicht geschehen. Und ich bedanke mich ein zweites Mal bei den Kollegen Gedigsens und Hackwerde dafür, dass sie bereits im vergangenen Jahr 400.000 Euro für die Forschung eingestellt haben. Bedanke mich ans Umweltministerium, dass der Auftrag am 30.09. erteilt wurde. Und auch mit dem Haushalt 2021 werden wir noch mal mit 200.000 weiter, stehen 200.000 weiterhin zur Verfügung. Ich prognostiziere, das wird nicht reichen. Es wird in den nächsten Jahren weitere Mittel bereitgestellt werden müssen. Wie auch in den vergangenen Jahren werden wir trotz der angespannten Haushaltssituation NGOs, die im Bereich vor allen Dingen Naturschutz unterwegs sind, unterstützen. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal erinnern, dass unser Naturschutz größtenteils vom Ehrenamt getragen wird. Und ohne die kleine finanzielle Unterstützung, die wir aus dem Haushalt geben, wäre deren Arbeit sicherlich noch schwerer. Aber ich muss auch feststellen, dass es NGOs gibt, die Steuermittel über den Bundeshaushalt erhalten, aber mit Fehlmeldungen, Fake News und Unwahrheiten die Bevölkerung verunsichern. Ich komme also letztmalig in meiner Rede an dieser Stelle auf meinen Wahlkreis zurück. Im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg müssen neue Kapazitäten zur Beseitigung von Abfällen, sprich Verbrennungsanlagen, errichtet werden. Denn etwa 1,5 Millionen Tonnen Abfälle, die in Deutschland anfallen, werden in Kohlekraftwerken mitverbrannt. Da gibt es Unternehmen, die solche Anlagen jetzt errichten wollen. Und das ruft die Deutsche Umwelthilfe auf den Plan. Und die stellt sich in öffentlichen Bürgerversammlungen dorthin und sagt, erstens brauchen wir nicht. Falsch. Im Wirtschaftsausschuss in der Anhörung hat der Spitzenverband der Kommunalen gesagt, wir brauchen neue Verbrennungsanlagen. Zweitens sagen sie, es ist grüne Wiese. Falsch, steht im Industriegebiet. Und drittens sagen sie, man kann die Wärme nicht verwenden. Auch falsch, denn damit werden über 600 Wohnungen in Peitz, kommunale Einrichtungen und die Fernwärmeversorgung für Cottbus sichergestellt. Und ich bin der Auffassung, wer mit solchen falschen Meldungen Bevölkerung verunsichert, Briefe schreibt und dann noch sagt, bitte schickt das den Genehmigungsbehörden zu, die durften aus meiner Sicht keine Steuermittel erhalten. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Schulze. Klaus-Peter Schulze war das. Und an seiner Rede hat man auch gemerkt, dass es eben doch einen vergnüglichen Unterschied macht, wenn Abgeordnete vor ihrer Zeit im Bundestag auch in einem anderen Beruf gearbeitet haben. Er hat hier nämlich einen kurzen Einblick gegeben in die Bio- und Chemie-Lehrpläne. Sein erster Job war nämlich Lehrer in diesen Fächern. Rüdiger Kruse jetzt für die Unionsfraktion. Herr Hohmann, Sie haben am Ende Ihrer Rede den Psalm 90 angeführt. Das ist ein Klagepsalm. Und Sie haben den Vers 12 vorgetragen. Und in diesem Vers beklagt derjenige, der das vorträgt, den Mangel bei ihm selbst und an seiner Gruppe an Klugheit. Das war ein sehr wohlgewählter Vers. Und nun ist es auch das Wesen dieser Klageverse, dass ihn trotz, so schlimm es auch sein mag, was der Petent vorträgt und beklagt, immer die Hoffnung auf Erlösung mitschwingt. Weil das ist ja das Versprechen, das uns in der Bibel gemacht wird, wenn man sich denn in Demut umwendet und umkehrt, dass man dann auch Hilfe erfährt. Das heißt, die Hoffnung, die haben wir alle, dass es auch noch ihn widerfährt. So individuell. Und richtig, dieser Vortrag war, sollten wir natürlich alle beherzigen, dass es ein weiter Weg ist zur wahren Klugheit und dass wir nur um Demut darum bitten können. Vor 10 Jahren, in etwa in dieser Zeit, im Dezember, hat die UN das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser zum Menschenrecht erklärt. Vor 5 Jahren ist schon angeführt worden, ist in Paris das Klimaschutzabkommen beschlossen worden. Und im September hat der Deutsche Bundestag auf Initiative der Koalitionsfraktionen beschlossen, dass Nachhaltigkeit Leitlinie unserer Politik sein soll. Und natürlich findet sich das Recht auf sauberes Wasser, ist eins von den 17 Nachhaltigkeitszielen, genauso wie Klimaschutz eins ist.
Und dieses einzelne Ziel hat natürlich schon immer Verbindung gehabt zu anderen Zielen. Zum Beispiel bei sauberem Wasser ist es das Ziel Gesundheit und Wohlergehen. Nicht vorstellbar, dass man gesund lebt, wenn das Wasser nicht in Ordnung ist. Und beim Klimaschutz ist natürlich die Verbindung da zum Beispiel zum Bereich saubere Energien, aber auch zum Bereich Innovation, Industrie und Infrastruktur. Das heißt, diese Vernetzung der Einzelziele zu bedenken, das ist die Leistung, die wir im September vollbracht haben, dass wir gesagt haben, nicht die Einzelziele sind es, die uns nach vorne bringen, sondern die Gesamtheit der Ziele zu beachten. Und deswegen ist auch der Haushaltsberatung natürlich unterliegt gerade bei diesem Haushalt immer wieder, taucht immer wieder dieses Missverständnis auf, alles, was Umwelt betrifft, müsste im Haushalt des Umweltministeriums geklärt werden. Nein, in der Debatte, die wir vorher geführt haben zum Wirtschaftsministerium, sind so unwahrscheinlich viele Dinge drin, die, wenn man sie richtig macht, einen sehr guten Einfluss auf die Umwelt haben. Und wehe, man macht sie falsch, weil dann haben sie einen sehr, sehr negativen. Und deswegen, Herr Kindler, ist es eben so wichtig, dass wir diese Gesamtheit dieser Ziele sehen. Und dann kann man natürlich sagen, ja, im September das Reden, der Beschluss, wo ist denn jetzt der Ausfluss davon, wo ist das Handeln? Und wenn man sich, ich will jetzt gar nicht auf einzelne Maßnahmen, die wir jetzt, dieses Jahr war ja voll von Nachhaltigkeitsprogrammen, wenn Sie aus dem Sommer sich erinnern, allein der Startschuss für die Initiative, für die Wasserstoffstrategie ist in einer solchen Kraft erfolgt und wir haben ja auch noch mit unseren Partnern Frankreich ein weiteres Land, das fast in derselben Höhe in die gleiche Richtung investiert. Also eine gewaltige Entwicklung, die wir in diesem Krisenjahr jetzt unternommen haben. Aber es gibt eine ganz kleine Stellgröße, die wir jetzt mit diesem Beschluss ändern. Wir werden beim Normenkontrollrat 4 Stellen einrichten. So, Sie wissen in etwa, wie viele hunderte von Stellen wir am Abschluss hier beschließen werden. 4 Stellen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und das sind 4 Stellen, die unsere Arbeit definitiv verändern werden. Weil das haben wir gemacht, weil wir wollen, dass wir für unsere Beratung dezidiert eine Vorlage haben, wie in einem Berichterstattungssystem, wie man das bei Firmen kennt, wo wir die Eckwerte bekommen, wie sich unsere Strategie umgesetzt hat, ob wir den richtigen Kurs steuern. Das haben wir bisher nicht. Wir haben zum Thema Haushalt, und Sie wissen, dass ich das in den letzten Debatten auch mal angeführt habe, wir haben gewisse Indikatoren wie Mittelabfluss, Verschuldungsrate, wir haben die Verpflichtungsermächtigung, wir haben die mittelfristige Finanzplanung, aber wir wissen nicht, wie sich unsere Maßnahmen ausgewirkt haben auf die Erzielung der Nachhaltigkeitsziele. Und mit dieser Entscheidung holen wir uns als Parlament die Möglichkeit ins Haus, dass wir in den Haushaltsberatungen die richtigen Entscheidungen treffen. Das bedeutet, dass wir zum Abschluss, es ist ja der letzte Haushalt, den wir in dieser Legislatur beschließen, dass wir zum Abschluss eine Weichenstellung gemacht haben für die nächsten Jahre, für eine lange Phase der Transformation. Denn das ist das, was wir jetzt hier einleiten. Man kann natürlich zurückblicken, wenn vor 10 Jahren dieses Grundrecht auf sauberes Wasser beschlossen worden ist, dann sind 10 Jahre in einem Menschenleben schon eine lange Zeit. Und auch da gilt dann ja dieser Appell, dass wir bedenken müssen, dass wir sterblich sind. Das heißt, unsere Zeit ist endlich. Und wenn es Herausforderungen gibt, die aber in der Endlichkeit dieser Zeit zu lösen sind, dann muss man sich diesen zugestellen. Das, glaube ich, haben wir in dieser Legislatur jetzt zum Schluss geschafft. Das heißt, der Tatsache, dass der Bundestag 2 Tage nur über Nachhaltigkeit diskutiert hat. Und übrigens war das ja das erste Mal, dass überhaupt das Parlament entschieden hat, wir setzen Debattentage unter ein einziges Thema. Dieser Tatsache werden wir gerecht, weil wir auch entsprechende Beschlüsse fassen. Nicht nur im Einzelnen, wo wir konkret in Haushalten Maßnahmen angestoßen haben, die Zukunftsfähigkeit dieses Landes steigern, sondern dass wir uns ein Berichterstattungsprinzip geben, dass wir uns die Möglichkeit verschaffen, zu kontrollieren, ob unsere Vorhaben, unsere Zielsetzungen auch tatsächlich mit jedem Schritt, mit jedem Jahr in der Haushaltsberatung erreicht werden. Und das, glaube ich, ist ein großer Erfolg von uns anderen, von uns allen und ist ein Indiz dafür, dass wir auch in dieser Legislatur ein Stück weit klüger geworden sind. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kruse. Damit beende ich die Aussprache zu diesem Einzelplan. Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 16, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. In der Ausschussfassung, wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine. Dann stelle ich fest, dass der Einzelplan 16 mit den Stimmen der regierungstragenden Fraktionen von CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen ist.